Ey, Körmerkeule, kannst du den Scheiß jetzt mal ausmachen? Die der Jani hier. Weißt du, den ganzen Tag. Den ganzen Tag die Dudel scheißen hier. Hallo? Das ist mein Opening. Dafür kann ich nichts. Also, ich würde jetzt mal ganz trocken sagen, du kannst dich ja hier nicht einfach so einmischen. Klar kann ich das. Oh, jetzt quatschen die lange hier, die warten schon die Leute. Ja, ist ja gut. Ich mach ja schon. Ich mach ja schon. Nun warte ab. Ey, nun mach hin hier, Kollege. Siehste, die Leute sind ganz ungeduldig. Warte, nee, mach. Zieh Finger. I'm Groot. So, einen wunderschönen guten Tag. Ich wurde leicht unterbrochen. Hier hat sich jemand... Gleich eins aufs Maul. So, ich sag erstmal Hallo. Hier hat sich nämlich jemand eingeschlichen. Und der ist ganz schön frech. So, erstmal Hallo Erna, Hallo Ziege, Hallo Ela, Hallo Unterfeldwebel, Feli, gute Jagd. Das wünsche ich dir auch, vielen Dank. Hier hat sich jemand eingeschlichen. Frech, komm weiter. Ja, genau. Hallo Sebe. Ne? Hier hat sich jemand eingeschlichen und ich glaube, auf den seid ihr echt gespannt. Wie sieht denn das jetzt hier aus, Kollege? Warte doch. Ey, du hast du hast schon im Intro dazwischen gequatscht, Kollege. Ich weiß wer. Pass mal auf. Jetzt hier nicht gleich rauskomme, ja? Denn gibt's hier richtig aufs Maul. Willst du dich nicht wenigstens erstmal vorstellen? Kannst du mal. Echt jetzt? Ey, komm, Kollege, du bist schon so lange hier. Wir haben uns schon bestimmt 2 Monate. Haben wir uns hier schon gesehen? Ja, das ist mir egal. Hier unten stinkt's mittlerweile. Okay. Warum? Das ist mir eigentlich völlig wurscht. Ich weiß ja nicht, was du hier für Käsefüße hast. Ey, Kollege, du liegst nicht auf dem Fußboden, da wo ich mit Füßen langlaufe. Also, ganz entspannt. Ziege sagt, zeig uns Hildegard. Also, Hildegard, zeigst du dich jetzt? Hä? Schmecki sagt, stopp, so nicht? Muss mal kurz warten, Hildegard, der Schmecki hat irgendwas. Hildegard vor Präsident. Halt, stopp! Bin da, jetzt kann's losgehen. Ey, Hildegard, hast du gehört, Schmeiki ist jetzt auch da. Wer ist denn das? Na, das ist einer unserer treuen Zuschauer. Was, Zuschauer? Naja, wir sind quasi live im Internet. Sag mal, hast du einen Sockenschuss oder was? Pass auf, komm doch erstmal vor. Wer? Ich? Ja, genau du. Ja, nun zeig dich schon. Komm, sei nicht so schüchtern. Ey, ich war gerade bei der Maniküre. Tach. Ich bin die Hildegard. Sag mal, Kollege, irgendwas stimmt hier nicht. Wieso? Enz Hildegard. Bitte in voller Größe, sagt Ela. Sag mal, magst du dich nicht mal in voller Größe zeigen? Ey, Alter, ich hab dir gesagt, ich bin schüchtern. Ich will ja nichts sagen, Keule. Aber das riecht hier komisch. Wieso riecht das komisch? Warte mal kurz. Ich glaub, ich hab die Ursache gefunden. Dein Ernst? Naja. Waschen könnt helfen. Sebe hat Snakehead eingelöst. Ein Moment bitte, geht sofort los. Muss ich doch glatt mal den Helm aufziehen.
Keule, sag mal, ist das dein Ernst? Ja, wieso? Na, du machst dich hier völlig zum Klaus. Ich hab mit Halt, Stopp begrüßt. Aber Halt, Stopp heißt doch einfach mal 2 Minuten stehen bleiben. Jetzt einen Clip und an den Therapeuten schicken. Pass mal auf, Hilliard, ich hab eine Idee. Du kannst dich jetzt erstmal in voller Lebensgröße auf meinem Tisch schlängeln. Was hältst du denn davon? Eigentlich keine schlechte Idee. Warte mal kurz. Schmeiki sagt, ich soll mich mal mit Hildegard unterhalten. Na, das mache ich doch gerade. Aber erstmal wollt ihr sie ja sicherlich sehen. Um den Hals. Na, erstmal zeige ich sie euch bei mir auf dem Tisch und dann leg mir mal Hildegard ein bisschen um den Hals. So. Achtung. Wo ist Berlinerisch? Das hat jetzt die Hildegard. So, jetzt brauche ich aber mein Streamdeck mal. Upp, ich sehe hier ja nichts. Achtung! Da ist das Mäuschen in voller Lebensgröße. 1,70 Meter schlängelt sich hier über meinen Schreibtisch. Furz! So, ja, damit ihr das hier auch nochmal in voller Lebensgröße seht, ist das quasi die Hildegard. Lü Hildegard. Niedliche kleine Beißerchen. Aufpassen, giftig. Ja. Willkommen zu unserem Maskottchen. So, jetzt lege ich mir Hildegard einmal ums Hälsle. Mensch, hat Enz Hildegard einen langen Schwanz. Ja, hat sie. Gleich eins aufs Maul. So, warte mal. Hopp. Dem ist nämlich ja nicht so viel Platz. So, und weil Hildegard, ich schau mir in die Augen, kleines, weil Hildegard nämlich jetzt Mäuschen. Langer Schwanz, hielt ja nicht, hab Icke. Hallo Mike. Danke für dein Look. Sag mal, Keule, jetzt mal Butter bei die Fische. Wer sind die ganzen Leute hier? Na, das sind unsere Zuschauer. Sagst du nicht wenigstens mal Hi? Ich bin schüchtern. Nee, bist du nicht. Komm, du hast hier 2 Monate gewartet. Ja, und da unten roch's nämlich nach kaltem Fisch. Wir haben 2000 Fans, Wahnsinn. Ich sag, wie nach kaltem Fisch? Naja, manchmal, wenn du hier gesessen hast, das war nicht ganz frisch. Ey, hallo, das sind Sachen, die müssen meine Zuschauer nicht erfahren. Excuse me? Wir haben 2000 Fans, Wahnsinn. Wer hat denn diesen 2022-Quatsch erfunden? Und wer ist eigentlich dit? Dit ist mein Hut. Dit ist einfach nur mein Hut. Ja, und du bist jetzt unser Maskottchen. Ja, wie? Arbeitsvertrag? Was ist damit? Seit wann muss ich dich unter Vertrag nehmen? Also, sei mir mal nicht böse, aber du bist eine Schlange. Ja und, doch Schlangen haben Rechte. Urlaub? Ein Eurojob? Ja, Rentenversicherung? Sozialabgaben? Was ist damit? Lohnsteuerbescheinigung? Ihr Lieben, ich hab euch jetzt mal gezeigt, das ist, den habt ihr ja gewählt, ne? Das ist die Enz Hildegard. Hildegard ist jetzt immer bei uns mit bei. Die wird hier immer irgendwo rum. Hallo. Ist okay. Lass es. Was mit Krankenversicherung? Rentenversicherung? Oi. Die meint's echt gut mit dir. Ey, Alter. Nicht in die Nase. Wir haben Zuschauer. Also, das ist also unsere Hildegard. Die muss ich meistens hier tatsächlich haben. Sonst sieht man sie nicht. Haustierhaftpflicht. Ich denke. Unfassbar ekelhaft. Ey, Alter, nicht ins Ohr. Hui. Ne? Hildegard muss recht nah am Mikro sein. Ich bin kein Puppenspieler, ich bin echt kein Profi. Ich versuche aber immer das Beste draus zu machen. Ne, war Hildegard? Jo. Kollegin ruft heute an. Name steht am Telefon. Ich so Schlüpferfabrik, B-Bremsstreifenabteilung. Was kann ich für sie tun? Was? Was ist, wenn ich dich besuche und sie beißt mich? Eigentlich ist sie ganz zuckersüß. Kollege,
So, wir sind heute aber eigentlich auch für was anderes zusammengekommen. Ich habe euch die Hildegard mal vorgestellt. Wenn ihr die sehen wollt, einfach kleine Kanalbelohnung. Dann könnt ihr mit der Hildegard kurz mal interagieren. Oder ihr könnt mich auch mit ihr mal kurz 2-3 Minuten sprechen lassen. So. Blablabla. Passt du auf? Klar. So. Ihr Lieben, es ist Wochenteiler. Ich danke erstmal allen, die da sind. So. Jetzt muss ich mich aber erstmal klein machen. Block. Sonst hänge ich nämlich im... Hä? Wie geht das mit den 50 Punkten? Die... Ach so. Ach, danke, 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 danke. Ich hatte mir ja noch was überlegt, ne? Weil wir haben die 100 Follower, haben wir verfehlt. Da danke ich übrigens erstmal noch R in der Eastwood 69, der ist nämlich mitgefolgt und J Reik, der ist auch gefolgt. Danke, das sind Nummer 90 und 91. Für die 100 Follower müssen wir uns noch was ausdenken, aber ich habe mir gedacht, dadurch, dass ich nicht immer alles alleine kaufen möchte und das auch recht teuer ist, habe ich mir gedacht, ein Militärdress für alles, was irgendwie in irgendeiner Form mit Militär oder Shooter zu tun hat, also sei es War Thunder, World of Tanks, Warships, Resident Evil, weil Schusswaffen, irgendein Shooter, x-beliebiges Shooter-Game. Jedes Mal, wenn dort dieses Spiel gestreamt wird, dann möchte ich mir einen taktischen Helm und eine taktische Weste zulegen, die ich dann live im Stream natürlich auch jedes Mal, tragen werde. Das heißt, wer so nett ist und Abos verschenken möchte. Excuse me? Wir haben 2022. Hallo Cindy, grüß dich. Wer da Abos verschenken möchte oder selber abonniert, trägt dazu bei, dass Punkte generiert werden. Und bei 50 wird von mir der Militärdress gekauft und ist dann fortan in jedem, wie gesagt, Militär angehauchten oder Shooter-Game zu sehen. Das heißt, ich setze mir den Helm auf und ich ziehe mir die Taktikweste an. Ja. Aber das ist ein langfristiges Ziel. Ich dachte mal, so ein langfristiges Ziel ist vielleicht ein bisschen besser als nur kurzfristige Ziele. Und ihr habt was davon und ich habe natürlich auch was davon. Eine Hand wäscht die andere und beide das Gesicht. So, jetzt nicht lang schwafeln. Ich nehme euch mal mit rüber. So, also müssen wir abonnieren? Müssen müsst ihr gar nicht, weil gelegentlich kommen auch einfach irgendwelche Leute rein und droppen hier mal ein paar Geschenke-Abos. Das haben wir ja auch schon gehabt. Ihr müsst nicht, aber ihr könnt. So, und für die 100 Follower könnte ich nochmal auf die Facebook-Gruppe verweisen. Ich bin mir noch nicht ganz einig, was ich da machen soll. Ich bin für Ideen der Community bin ich natürlich immer offen. Wenn ihr da was machen wollt, dann schreibt es da einfach rein. Schreibt es mir auch in den Discord. Schreibt es mir auch in den Chat, wenn ihr beides nicht möchtet. Ne, nee, das ist Facebook. Ausrufezeichen Gruppe wäre es gewesen. So, wir möchten ganz tiefenentspannt mal eine Runde fliegen. Ganz tiefenentspannt. So, Command. So, 1.7er. Muss ich das nochmal schnell ansetzen? Jawohl, danke Ziege. Klonk. Jetzt muss ich nämlich erstmal meine Tastatur hier wegräumen. So, wir nehmen mal tatsächlich die Dernier. So, ohne Leuchtspur, gepanzerte Ziele. Bin ich mal gespannt. Heute ist Aufdeckung. Aufdeckung war gerade schon die letzten 10 Minuten, meine Gute. Nee, die letzten 10 Minuten war schon Aufdeckung. Aber nach der Runde kann ich gerne nochmal zeigen. Oh, halte die Luftüberlegenheit und ich hab 10 Bomben mit. Upsen. Das heißt ja, eigentlich müsste ich nur mit meinem Bomber hier oben rumschweben und hoffen, dass mir keiner auf den Sack gibt. Toll, verpasst. Du, ich mach's nachher nochmal. Ich zeig sie dir nachher gerne nochmal. Ne? So, treuer Zuschauer, da kann man auch mal das nochmal zeigen. Ratatatatata. Ziege ist auch schon 3 Tage mit dabei.
Mir war heute wie Dienstag. Nee, heute ist nicht Dienstag, heute ist Mittwoch. Den ganzen Tag und abends mit Licht. Madeleine sagt, lass das mal deinen Stuhl machen. Madeleine, du musst mir echt mal verraten, wo du die 1000 Punkte immer her hast. Das ist ja fast schon auffällig. Einen Moment bitte. Please hold the line. Jetzt. Doch, der Name steht schon. Deswegen Special Guest Hildegard. Muss ich mir mal die Maus mitnehmen? Upa. So, Timer. 5 Minuten ab jetzt. Lass das mal deinen kompetenten Stuhl machen. Ja, und ich bin hier tatsächlich noch im Hintergrund. Zeig sie ihr nochmal. Nach der Runde zeige ich sie ihr auf jeden Fall nochmal. So, ich muss jetzt natürlich innen drin bleiben. Wie Sie sehen, sehen Sie gerade einen Stuhl. Der Güte wegen. Geht gleich los. Aber mitten in der Runde, zumal mein Stuhl gerade die Kompetenz übernommen hat, wird das gerade dezent schwierig. Endlich ein kompetenter Anblick. Ich frage mich jedes Mal, wo du diese 1000 Punkte her hast, weil das ist ja... Da musst du ja mindestens, glaube ich, 3 Stunden zugucken. Schmeiki geht kurz futtern und Erna geht in den Urlaub. Guck ihn dir an. Der hat auch nicht mehr Grips als ein Spatzfleisch an der Kniescheibe. Hat er nicht gemacht. Der kleine Penner. Dann nehmen wir uns den anderen Jäger und versuchen es mal damit. Ja, habe ich schon gecastet, wollte ich gerade sagen. Schon getriggert. So, das heißt, ich muss jetzt hier noch ein paar Jäger aus der Botanik nehmen. So, endlich ein kompetenter Stuhl. Diese Kompetenz des Stuhls ist unglaublich. Habe ich doch den richtigen Riecher gehabt. Kein Wunder bei der Gurke, die du im Gesicht hast. Ich habe kein Gurke im Gesicht, sag doch nicht sowas. Also, versprochen, nach der Runde hole ich Hildegard nochmal raus. Genau, begrüßt euch alle mal ganz kurz. Bis dahin beiß ich noch ein paar Mal ins Gras. Die 200 haben wir übrigens auch geknackt. Ich habe 200 Mal ins Gras gebissen. Ich will ja nicht sagen, dass diese Haltung unbequem ist, aber ja. Aber, kompetenter Stuhl, kompetenter Stuhl. Ich will nur noch Stühle um mich herum haben. Aber ich glaube, das wird recht einsam. Aber du auf Augen. Das ist das Ziel. So, jetzt habe ich einen weg. Next. Ins Gras gebissen. Hübsen. Weil der Bomber nicht für einen Jägerkampf geeignet ist. Hui, tschüss. Und es fällt. Es fällt eine ganze Weile. Hildegard, ich kenne nicht mal eine Hildegard. Doch, ihr kennt jetzt eine Hildegard. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief. Wieso nicht so tief? Schaut den Bomben beim Fallen zu. Na, wo klatschen sie auf? Puff, 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 puff. So, und ich bin noch nicht im Luftraum. Ich bin noch recht am Steigen. Too sweet. So, bin ich denn jetzt schon? Nee, ich komme dem Luftraum aber immer sehr nah. So, eine Minute, hast du noch einen kompetenten Stuhl? Guten Abend, Fox. Grüß dich. Wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir?
Also nicht wundern, die Madeleine hat gerade eingelöst. Ich habe einen kompetenten Stuhl, also soll der mal die Führung übernehmen. Ich bin gleich wieder da. Ich bin quasi am unteren Bildschirmrand, um nicht zu sehen. Hast du den Tarnmantel von Harry Potter geklaut? Nein, ich bin tatsächlich hier unten im Bild. Man sieht mich halt nur nicht. So, jetzt muss ich die Fluggeschwindigkeit mal ein bisschen erhöhen. So, und das läuft noch 20 Sekunden. Die Madeleine zahlte dafür. Die hat das gern, wenn der kompetente Stuhl die Führung übernimmt. So, und nach der Runde habe ich gesagt, zeige ich Hildegard nochmal. So, er ist nicht weg, er ist nur woanders. So, es blinkt grün. Das heißt, ich darf wieder. Juhu! Da bin ich wieder. Hildegard, habe ich was verpasst? Nein, du hast nichts verpasst. Wir haben jetzt seit heute ein Maskottchen. Madeleine, die Anna ist im Lurk. Das heißt, ich weiß nicht, ob sie antwortet. Wenn, dann ist sie gerade mit Mausi beschäftigt. Hui, hoch. Maskottchen, ja, wir haben eine Schlange als Maskottchen. Oh, da kriege ich jetzt aber auf den Sack. Autschen. Das war ich. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief. Ja, aber so tief geht der Rüdiger halt nun mal. Ratapeng. So, irgendwie ist hier... Ich verliere an Höhe, ich verliere an Geschwindigkeit, ich verliere ein Fahrwerk. Ja. Ich habe ihr gar nicht geschrieben. Ach so, Ela, entschuldige mal. Das habe ich jetzt verwechselt. Ich bin in der Zeile verrutscht. Ah, damn, mein Fehler. So, die HE100, die nehmen wir noch. Und jetzt können wir tatsächlich auch mal richtig spammen hier. Jetzt werden wir mal ein paar... Das ist ja sonst eine absolute Kackrunde. Ich bin ja vorvorletzter. Zu viel kompetenter Stuhl. Hm? Ich glaube, Madeleine kann der Stuhl nicht kompetent genug sein. Warum konnte der Stuhl nicht bleiben? Weil der Stuhl manchmal nur 5 Minuten hat. Hm. So. Da könnte ich doch jetzt mir einmal einen wegsnacken hier. Nom nom nom. So, nach der Runde, wie gesagt, nochmal Hildegard. Hildegard hat mit 63-17% gewonnen. Oder zu 18. Je nachdem. Rechnet euch das selber aus. Irgendwo kommen da 100 raus. Du fragst dich auch immer, ob der Stuhl nicht bleiben kann. Nein, kann er nicht. Ich finde das nicht fair. Was euch auch völlig schnurz ist, glaube ich. So, komm du mal ran hier. Bam. So, jetzt hier noch ein bisschen aufräumen. Hui. Safe. Ja, Madeleine, das dachte ich mir, dass dir sowas gefällt. So, zerstört. Abschusshilfe. So, da kommt eine Spitfire. Die ist ungesund für mich, das weiß ich. Hallochen. So, die Spitfire fliegt ziemlich eng. Abschusshilfe. Und da bin ich raus aus der Nummer. Scheißen. Dann bin ich mal wieder ein bisschen kleiner, dass er was vom Gameplay sieht. So, da habe ich doch tatsächlich verkackt. Platz 7. So, es war nochmal eine Hildegard. Eine Hildegard. Warum ich kann nicht Sebe seine Nachrichten nicht lesen? Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht, warum du die nicht lesen kannst. So, ich schalte euch nochmal um. In die Showcase-Szene. Ja, hier in voller Lebensgröße. Haben wir unser Maskottchen. Sag, guten Tag. Tag. Ja, also wie ihr seht, eine Handpuppe. Sebeplay ist schwarz wie die Nacht. Aber Cindy sagt, sie kann seine Nachrichten nicht lesen. Es geht hier um mich, Alter. Ich habe mit einer echten gerechnet. Nein, darfst du gar nicht. Laut den TOS darfst du keine Tiere im Stream zeigen, glaube ich. Also gerade bei exotischen Tieren, Schlangen und so. Grenzwertig.
Die ist ja süß. Ja, die hat 2 Monate hat sie gewartet. Kann sich auch selbst den Schwanz beißen. Nom, 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 nom. Ja. Sie heißt übrigens Hildegard. Ey, Hildegard, deine Zunge hängt. Soll er mal seine Schlange rausholen? Ja, 1,70 Meter. Kann nicht jeder sagen. Und Hildegard kann mir tatsächlich auch mit ihrem Schwanz ins Gesicht hauen. Was ihr jetzt darüber denkt, das müsst ihr unter euch ausmachen. Uff. Ja, Hildegard ist neben mir am Mike. Hat so einen leichten Berliner Akzent, die Kollege. Ist halt so ein bisschen interaktives Stream-Maskottchen. Hundewelpen, 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 Hundewelpen. So, jetzt geht's aber in die nächste Runde. Lump, flumper, lumper. Das sind so Sprüche, die kann man nur kloppen, wenn der andere am Hörer weiß, dass man ein Haustier hat. Ja, ich denke schon. So, dann gehen wir mal in die Schlacht. So, War Thunder hat heute tatsächlich recht gut funktioniert. Jetzt gucke ich erstmal, warum ich seine Nachricht nicht lesen kann. Im Notfall, bist du per Laptop oder per Handy da? Ist jetzt die Frage. Nehmen wir die große Donnier. Hundewelpen haben auch ein oder zwei. Ach, lassen wir das. Ja, wir lassen das jetzt einfach. Mehr Tab. Okay. Einfach die App vielleicht nochmal schließen, nochmal neu starten. So, oh, jetzt hier, Basebombing. Dann schauen wir uns mal um. Einen der 4 Flugplätze nehmen wir auf jeden Fall. Wir nehmen den ganz außen. Bin gleich wieder da. Ja, bis gleich. Und wir steigen höher und höher und höher. In der Hoffnung, uns sieht hier keiner. Komm nochmal neu rein, genau. So, wir haben hier eine gute Dornier. Das ist nämlich ein deutsches Flugzeug. So, wo ist denn unser Zielkreis? Der ist noch ganz weit weg davon. Und die behaken sich da unten nämlich schon mal. Ist jetzt tatsächlich halt ein Bomber. Der ist halt nur dafür prädestiniert, hier möglichst in den Base, in den 4 Basen, die ihr dort seht. Warte, ich zeige euch die mal. Die 4 Fadenkreuze da nur reinzuhauen. So, Tempo bleibt stabil, Höhe wird generiert. Ich hoffe, ich werde jetzt hier nicht von irgendeinem abgefangen. Das ist dann nämlich ein bisschen frustrierend. So, ich bewege mich recht langsam fort, aber auf 5000 Metern Höhe sollte dann auch gut sein. Die habe ich auch gleich erreicht und aus 5000 Metern... Also hältst du es mit den Onkels? Was? Erklär mal, Ziege, wie du das meinst. Den habe ich jetzt nicht ganz verstanden. So. Wo sitzen eigentlich meine Schützen? Da oben. Tü-tü-tü-tü-tü. Da kümmert sich schon jemand anders drum. Das ist ja ungünstig. P-36, aber der macht keinen Schaden. Es gibt doch das Lied Bomberpilot. Ah, ja, kenne ich. Ja, schon mal gehört, aber ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, bestimmt absolut mein Leben, also. So, ein bisschen einschwenken. Was wir aber machen können, ist, wir werden mal das Zielvisier ansetzen. Und wir steigen immer noch. Wir haben noch unsere Ruhe. Wir haben noch unsere Ruhe hier oben. So, und wenn das Fadenkreuz in der Mitte ist... Na, lass mich noch. Lass mich noch. Ich habe nämlich gerade einen Schuss abgekriegt. Jetzt. Immer raus damit. So, 17 Bomben müssten ja erstmal reichen. So,
So, schauen wir mal, was wir da an Schaden verursachen. Momentan verursachen wir gar nichts. Mal schauen gleich, ob es eine Bombenstimmung gibt. Ja, ich habe das Ziel noch im Blick. Das ist hier direkt unter mir. Basis beschädigt. Bäm. Zerstört. So, und jetzt kann ich quasi ein bisschen weniger Schub geben und auf die nächste Basis schon mal anzielen. Machen wir mal den Gleitflug. Wollen wir hier mal eine Rolle machen. Fluggeschwindigkeit niedrig. So, jetzt. Schmeißen wir jetzt hier erstmal alle draus. Gucken wir mal. So, wir bleiben natürlich oben. Und schauen mal, ob die Basis was abkriegt. Also die erste haben wir gesnackt. Ich hätte gerne einen guten Kamerawinkel, Kollege. Danke. Basis beschädigt, zerstört. So, dann müssen wir zum nächsten. Da sind aber Killer unterwegs. Eieiei. Sebe, du sollst mal bitte was schreiben, die Cindy. Wir mal gucken, ob das jetzt geht. Der Feind siegt, der Feind siegt. Welcome überhaupt. Back. Cindy, kannst du mich sehen? Das ist schon so ein bisschen niedlich. So, wir schalten mal nochmal in die Bomberansicht. Da ist er. Das ist ein bisschen zu weit hier. So, wir haben unseren Zirkel. Bei dieser Ausrichtung kannst du keine Bomben abwerfen. Doch, kann ich. Wollen wir wetten? Zerstört. Nur das Geschriebene. Dich persönlich kann sie sicher nicht sehen. Das ist wohl richtig so. So, jetzt habe ich natürlich den Kardinalsfehler gemacht und bin runtergegangen. Darf ich mal? Na komm. So, reicht das? Oder reicht das nicht? Oha! Da ist er mir aufs Dach gekommen. Mit dem Profil erkenne ich dich, aber nicht mit meinem anderen. Das ist leicht komisch. Wo sind jetzt die Basis? Ich habe hier noch 4 Bomben und die würde ich gerne noch loswerden. Das sieht aber nicht so aus. Hui, das war mein Fahrwerk. Okay. So, dann nehmen wir noch den anderen. Der Feind siegt. Gegenangriff sofort jetzt. So, dann wie sehen wir die da hinten nochmal an? Merkwürdig, mit der Göre kannst du mich markieren. Auch bei deinem Hauptprofil sehe ich deinen Namen, aber nicht schwarz markiert. Hä? Okay. Das ist ja komisch. Jetzt sehe ich dich wieder, du warst bei mir blockiert. Was? Warum war der Sebe blockiert? Der ist doch eigentlich ein ganz netter. So, ich habe keine Ahnung. Du, ich habe auch keine Ahnung. Ich habe gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich habe nur... Ach, lassen wir das. Richtig. So, jetzt haben wir den Kampf aber verloren, wa? Ja, Mission ist scheitert. Aber eigener Platz im Team? Uno.
Jetzt geht's ja wieder. Ja. So, erforschte Einheit. Die ist der Abfangjäger. Und neue Flügel. So, bestellen. Jawohl. So, möchte jetzt aber keine Besatzung auswählen. Und was habe ich jetzt erforscht? Die U. Oh, welche Eichen jetzt erforscht? Die U88C6. War das die? War das nicht die? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hier haben wir noch eine Dornier, eine 2-3er. Eine 2-0er wäre mir vielleicht lieber, aber die habe ich hier oben alle schon. Das ist eine 1-3er, die hier noch ist. 2-1-3er. Ja, machen wir das doch einfach. So. Einmal alles bitte. So, ich gehe mal kurz in die Pause. Ich gehe mal kurz bei meinen beiden Mäusen gucken, ob da alles okay ist, ja? Geduldet euch mal ganz kurz 5 Minuten. Oh, jetzt gucke ich gerade. Er wartet auf Weihnachtssachen. Oh mein Gott, habe ich ein Glück, dass ich da weg bin. Du, ich teile meine Weihnachtssachen auch, aber ich... Also, ich sag mal so, ich... Psst. Nicht so. Jetzt tu wenigstens vor den anderen so, als wäre ich nett. Genau. Na, da. Ja. Dort steht dieses Zeichen. Oh mein Gott. Dies wirkt sehr schwer. Komm her, dich kriege ich. Er steht vor dir. Okay, alles klar. Dann Party herausfordern. Yip, yip. So, alle einmal annehmen. Ich stand bei der Garage. Juhu. So, okay. Oh Gott. Oh, das wird so tödlich für die Stimme. Alexa, starte einen Timer von 5 Minuten. Boah, 7 Play, ey. Der ist das dunkel. Das Problem ist, die Lied rennen, die gehen immer so. Ja, ich glaube, er sucht noch, um eine Party zu erstellen. Damit er mit Max zusammenfahren kann. Vielen Dank für dein Follow, Iza0ZZY. Vielen, vielen Dank. Yes. Checkpoint verpasst. Vielen Dank für deine 10 Biddies. Danke für die 10 Biddies. Das hat mich jetzt aber so auf ein Konzert gebracht, dass ich eiskalt aus der Kurve geflogen bin. Das kann er gut, ne? Das kann er gut. Ich, du? Okay. Ja. Irgendwie macht mir deine Dings immer mehr Angst. Nein, das war deine. Nein, das war deine. Ich kam von da. Wow. Guck mal nicht auf den Bildschirm und dann sowas. Was war denn hier los? Das oh, scheiße. Das war die Kolonie von mir mit dem Verstehe ich nicht. Boah, scheiße, was ist denn hier los? Warum sind denn jetzt auf einmal Polizei? Wow, Mami. Tanze ich mit der Tür. Ich habe fast meine ganzen Kanalpunkte verbraucht. Die kommen wieder. Die macht nicht den Hauch einer Anstalten. Wie der Papa, bloß nicht zu früh kommen. Was? Also, auf Ab. Oh, nein. Nein. Nein, das hat sie nicht gesagt. Ich hätte da schon lange das Cockpit voll gekotzt.
Es regnet? Hä? Wie, es regnet? Hier im Spiel? Bei dir? Du musst schon spezifischer werden. Und Spezifisch ist kein Fisch, der in der Spezi schwimmt. Wenn er nämlich den Temponachteil hat. Ja, hier habe ich den Temponachteil. Ja, so eine Bo... Ja, okay, zählt. Scheiße. Mann, ey, ihr triggert aber auch. Hm. Ich habe mein Mikro nicht richtig festgezogen. Das schwabbelt hier so vor sich hin. Schwabbelte, wabbelte, 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 wabbelte. Bockwurst und Brötchen. Okay, ich spiele weiter Cyberpunk. Ich bin raus aus der Diskussion. Viel Spaß. So, der Kollege wartet da üben. Was? Boah. Meine Güte. Ja, da waren die Lichter aus. Alter Vater, hab ich mich erschrocken. Als ich wieder zu mir kam, verlor ich jede Hoffnung. Gefangene wurden hier für Sklaven ab. Eine Dunkprobe? Nicht der Scheißi? Nicht der Scheißi? Ah, okay. Ist quasi, Lebenserhaltungssysteme bei 50%, das können wir so nicht stehen lassen. Zack, aufgeladen. Multiwerkzeug. Nacken! Oh, so ist besser. Hey, warum so sowieso? Geh weg! Hm? Ich hab gar nichts gemacht. Die Gurke rutscht. Welche? Ja, die. Was denn? Kannst du jetzt bitte einfach wieder gehen? Können wir bitte gehen? Ja, Schatz, geh doch jetzt bitte einfach hinter mir weg. Nein, ich muss gucken, dass die gucken. Das kannst du, wenn du auf dem Stuhl sitzt, Mann. Ich, Mann. Hup. Hallo. Ich hab sogar dafür bezahlt. So, ist jetzt die spannende Frage. Kehre zum Nexus zurück. Ja. Wo ist mein Schiff? Das ist nicht weg, das ist nur woanders. So, dann ich heb ab. Zu. Ich nehme alle Vitamine über einem 2 auf. Obviously funktioniert das wohl. Man muss sich gar noch weiterlaufen lassen. Der Timer für die Sonnenbrille. So. Was ist eine Schildkröte? Ach, sag mal weiter. Ich höre von hinten nur so uff, 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 uff. Jetzt glaube ich dir, dass es anstrengend ist. Hab du mal Bauch und Rücken gleichzeitig? Nein, danke. Ja, sehr gern. So. Ich brauche 5 so eine Holzstöcke. Klein, klein. Ah, in kleine Stöcke zerteilen. Da war ja noch was. In kleine Taschen, Schnappi. In kleine Scheibe musste sie schneiden. Kartoffelsalat. Halt, so, jetzt. Mach mal. Mach ich das jetzt? Halt mal still. Oh, ist der Scheiß da kalt. Halt still jetzt. Oh, da kriegst man ja hier Hirnfrost. Du bleibst still. Oh, oh. Danke. Jetzt sind jetzt. Oh. Bleib still. Nimm nicht so viel. Nimm nicht so viel. Nimm nicht so viel. Nein, das reicht doch schon. Ich muss das. Halt doch mal still. Hab über den Quark. Walla Krise! Boah, ist das so kalt, ey! Ja, das ist schön für die. Boah, das Zeug stinkt. Du stinkst! Das ist Quark, Mensch! Boah, nicht in den Bart! In deiner Mutterpaar! Oh. So, und das nehmen wir rüber, weil das ist eine Technologie.
So, hier ist Exo-Fahrzeuge. Tata, danke fürs Posten der Schauschildsch. So, Upgrade-Module. Was haben wir denn da, Schönet? Wow! Tier 10. Hey, aufpassen! Oh. Ich danke dir für deine 10 Bitties. Aber das nächste Mal nicht in so einem Schreckmoment. So, jetzt nochmal aufpassen. Hier ist irgendwas nicht richtig. Da. Gut. Das probieren wir dann gleich nochmal. Also ich muss diese Drahtfalle entschärfen, das weiß ich. Sprachen lernen, Bubble. Ja. Und ganz ehrlich, dieser gesamte Kanal, der lebt von euch. Also alles, was ich hier mache, mache ich nur wegen euch. Weil ich Bock drauf habe. Ich Bock habe, mich zum Apfel zu machen. Ja, wir haben so viele geile Mitglieder. Wir haben den Sebe, wir haben die Ilarin, wir haben die Cindy, wir haben Erna, wir haben den Max, wir haben die Ziege, der, die, das Ziege, der Paprika übrigens. Wir haben den Schmeiki, wir haben den Timmy haben wir auch mit drin. Wir haben die Witch Queen Witch haben wir mit drin. Es sind so viele tolle Leute, die aus diesem Kanal das gemacht haben, was er heute ist. Ja. Und wo ich gesagt habe, für euch gebe ich mir Mühe. Mitglieder und ich kann's nicht sagen. Ich weiß genau, was du sagen willst. Aber ey, guck mal auf Tacho. So spät ist, was? Ja, also schön ist anders. Ja, draußen. Bums. Links. Links? Ach so, links in der Fahrtrichtung. Mensch. Ist aber nicht weiter schlimm. Uffa. Die 2 Meter über dem Boden. Ach komm, nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief. Oh, da verabschiedet sich meine Tragfläche. Kaputt. Na gut. Dann nehmen wir die 112. Nicht so tief, Rüdiger. Die 112 ist nämlich ein... Zack. Zack. So, dann steige ich wieder in das Schiffle. Also kann man nicht danach direkt suchen? Nein, tatsächlich nicht. Da, den S-Klasse-Jäger, den habe ich ja auch, den S-Klasse, das S-Klasse-Shuttle, habe ich ja auch nur durch Zufall gekriegt. So, wo ist er denn? Da. Hopp, also ich habe deine 2 Solarspiegel gefunden. Treffen wir uns in der Raumstation, würde ich jetzt sagen. Ja, ja, macht ihr nur eure Clips. Macht euch nur über mich lustig. Hallo, oh. So, ich bin wieder da. Wie ihr sehen konntet, ich habe mich umgezogen. Wir mussten die Maus auch umziehen. Mosi hat heute ganz viel Medikamente in sich reingepumpt gekriegt. So, jetzt müssen wir mal gucken, was hier los ist. Ja, dass Sarah wenigstens mal kurz Pipi gehen kann und auch mal kurz durchatmen kann, weil die Kleine ist jetzt gerade ein bisschen maulig. So, erstmal sehe ich YOLO auf Kolo. Ja, ich war einfach in der Pause. Ich muss ab und zu für die Kleine noch da sein. Ne? So, bin auch wieder da, musste mal kurz zu meinem Mäuschen. Die Krankheitszeit heute früh. Oh je, tolles T9. Sie kränkelt. Schnupfen seit heute früh, Husten, Schlapp, Hals, Kopfschmerzen, noch mehr Schnupfi. Oh Gott, das Willen. Ist auch Knülle und liegt schon im Bett. Ach Mensch, wir wünschen ihr gute Besserung. Aber Gott sei Dank nur einen Strich. Ja. Er gibt glücklicherweise noch was anderes außer Coronika. Ja? Wir drücken die Daumen. Bei uns in der Schule geht wieder Angina rum. Auch nicht feini. Nele hatte sogar vereitert. Danke. Ja, wissen wir. Wir schicken immer wieder mit Kopfschmerzen, Erkältungssymptomen und Fieber heim. Ich auch sehr aus dem Seitenstrang-Angina. Genau. Sehr schön. Also, wie gesagt, gute Besserung an der. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Ich habe mal kurz einfach die Maus kurz abgenommen, dass Sarah, wie gesagt, mal kurz Pipi gehen kann. Das ist ja so unsere Abmachung.
Hat sie die Impfung nicht gut vertragen? Ich denke doch. Also bisher war sie ganz quietschmunter. Wir werden mal abwarten, wie die Nacht jetzt ist. Während wir abwarten, wie die Nacht ist, fliegen wir aber noch eine Runde. Ne? Meistens aufs Maul. Bobby, hello, hello. Was soll ich sagen? Ach, Bobby. Damit du das auch mal gesehen hast. Weißt du ja vorhin drauf, wir warten, dass er noch auch noch dein Mini ins Bett gebracht. Darf ich vorstellen? Hildegard. Hildegard kommt aus Berlin. Jawohl, wir kommen aus Berlin. Und Hildegard ist frech. Frech wie Bolle. Und Hildegard ist unser Stream-Maskottchen. Und Hildegard ist 1,70 Meter lang. Oder, wie Sebe das ganz treffend formuliert hat, die hat 1,70 Meter langen Schwanz. Du musst erstmal rankommen, Alter. 1,70 Meter. Ja. Damit du Hildegard auch mal kennengelernt hast. Hildegard hat vorhin an mir gerochen, hat gesagt, das riecht hier nach fauler Eier und faulen Fisch. So, Dornier, Bodenangriff. Hi Hildegard. So, Jolof Kolo, jetzt sehe ich dich gerade nochmal. Erstmal nochmal guten Tag. Vielen Dank für deine Geduld. Aber wer eine kleine Familie hat, der muss auch gelegentlich dort mal helfen, mein Meister. Na, wie geht es dir? Ich hoffe, du hast einen wunderschönen gehabt. Artillerie. Heißt es Artillerie oder Artillerie? Das, wo man die Teller mit ran nimmt? So, klar, Real Life ist das Wichtigste. Ja, gerade mit meiner kleinen Maus, wie gesagt, die hat heute Impfungen gekriegt. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7 gleichzeitig. Die kriegen ja, wenn sie so klein, ganz klein sind, kriegen sie ja auch recht viel. So. Da ist nur noch eine. Das ist ja spannend. Dann visieren wir die an und nehmen die eine aus dem Spiel. Du hast gedacht, das wäre auch Panzer. Ja, War Thunder hat auch Panzer. Allerdings ist hier jetzt gerade so, also bei dem War Thunder grundsätzlich erstmal Flugzeuge, manchmal Kriegsschiffe. Also es ist so ein Mix aus Panzern und Warships. Welcome back. Welcome back, jawohl. Da hast du eigentlich alles mit drin. Momentan fliegen wir die Dornier. Das ist Bobbys Lieblingsbomber. Ne? Dann hat er mir mal gesteckt, dass die Dornier sein absoluter Liebling ist. So, pflastern wir das Gelände hier mal ein. Da muss doch noch was bei rumkommen. So, ich wollte mit Lea auch zur Impfung. Das hat sich in ihrem Zustand dann erledigt. Das glaube ich, Bobby spielt War Thunder. Ich weiß ja nicht, ob Bobby War Thunder spielt. Habe ich gar nicht gesehen, bin ganz ehrlich. So, wir drehen mal bei. So, War Thunder ist das, wo du bei World of Tanks, Planes, genau, drei einzelne Spiele brauchst. Genau, das ist. Aber die Mechaniken sind anders. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also, ich habe auch immer gedacht, ja, komm, Tanks und bla, ist alles eh eine Suppe. Nee, ist es tatsächlich nicht. Oh, Pilot ausgeschaltet. Was für ein Kack. Jupp, spiel auch War Thunder. Du kannst mich gerne zu einer Staffel einladen, was du auch immer du möchtest. Tanks, also quasi Panzer oder Warships oder was auch immer du möchtest. Ja, Loltrot, ja. Ins Gras gebissen. Das ist hier kombiniert. Panzer fliegen, lieben gerne War Thunder Schiffe dann bei World of. Ja, also World of Warships finde ich tatsächlich von der Grafik her extrem geil. Also da hast du schon Leckerchen. So, jetzt will ich aber hier hinten hin. Ich will dann hinten nämlich nochmal ein bisschen aufräumen. Ne, die dicke Dornier. Ja, Bobby, was wollen wir machen? Wollen wir fliegen? Wollen wir panzern? Mir ist das echt Banane. Ja, alle anderen sind natürlich auch zum Mitspielen gerne eingeladen, wenn sie möchten. Wie lief's denn eigentlich mit Schmeiki außer die unbequemen Stühle? Banane. Wie Banane? Bananen sind meistens Früchte. So, die schmeißen wir mal hier raus. Mal ein bisschen das Areal hier einpflastern. Alles schon erledigt? Trevor. Katastrophe, die Stühle. Welchem Tier spielt ihr? Ich spiele ja recht low in dem Bereich. Am liebsten spielen wir tatsächlich Low-Tier, weil da noch nicht so ultra die Gegner sind. Meistens das ein Sima. Flugzeug zerstört.
Meistens die 1,7er oder 2,0er. Hab nur noch starke Schmerzen dadurch. Sag mal, du redest jetzt aber nicht von deinem, den du mir empfohlen hast, den, oh, wie hieß denn der, Song Mix oder so, von dem? Oder jetzt da um was anderes? So, dann nehmen wir mal die Arti aufs Korn hier. Zerstört, aber ich brenne auch. Zerstört und ui. Noch bin ich nicht kaputt. Noch bin ich nicht kaputt. Ich glaube, ich bin noch unter 1,7. Starte mal eben. Dann schreib mir doch, okay, schreib gerne rein, was du, welchen Namen du hast. Dann können wir auch gerne mit dir zusammenfliegen. Also wir sind da jetzt nicht so. 1,7er Tier ist eigentlich immer recht easy zu fliegen. Alter, die Dornier hält schon was aus. Aber mittlerweile ist jetzt hier aus die Maus. Wie sieht's mit Fahrwerk aus? Achso, ich rede von den Stühlen heute früh bei der Prüfung. Dachte, du hast du mal meine Prüfung, die, dass ich die vorher geschrieben habe. Ob 1,3er oder 1,7er ist nicht so wild. Das stimmt. So, apropos nicht so wild. Jetzt ist das Flugzeug endgültig im Arsch. Mein Gamerstuhl ist ein Traum. Ja, ich bin tatsächlich noch am Suchen. Die HI-100D. Ich bin tatsächlich noch am Suchen. Ich habe ein gutes Angebot von Gaming Galaxy bekommen, dass ich da einen Preisrabatt kriege. Ich will mir die mal anschauen tatsächlich. Schauen wir mal. So, die S17, die wird doch gleich weggeflext, oder? Nee, die darf ich noch behalten. Ist ja spannend. Komm mal ran hier. Put. Oh, enger Wendezirkel. Das ist halt keine Spitfire. Meine Herren. Aber nächstes Jahr holst du dir noch einen anderen. Ja, ich habe überlegt, also Fußstütze ist ja immer gut und schön, ne? Aber bei mir ist das Problem, Fußstütze geht. Fußstütze geht bei mir gar nicht. Und kostet aber auch, ja. Ich glaube, 199 war der günstigste. Und 299 war der teuerste da. Weil Fußstütze heißt, ich kann meine Füße ausstrecken. Das kann ich aber nicht, weil ich nur einen 60er Tisch habe. Wenn ich einen Meter Tisch hätte, wäre das, glaube ich, noch was anderes. Und deswegen habe ich überlegt, verzichte ich auf die Fußstütze und nehme stattdessen etwas besseres Material möglicherweise. Kannst du jetzt mal? Njong. Huh, da wurde es duster. Hab von Backforce gesprochen mit den Kosten? Ach so, jetzt verstehe ich den Bobby auch. Nanu. Hang. Go down. Secret Lab hole ich mir ein. Oh, die Firma sagt mir absolut null. Gar nicht. 0, gar nichts. Hab jetzt einen 2-Meter-Tisch. Ja, du hast deinen, soweit ich jetzt das richtig in Erinnerung habe, um die Ecke, ne? Hatte ich auch überlegt bei mir, aber wenn, dann wirklich komplett selber bauen. Also Arbeitsplatten holen und dann immer rein damit. So, Flugzeug zerstört. So, immer mal noch einen mitgeben und hier kommt der nächste. Scheiße, keine Munition mehr. Stühle im mittleren dreistelligen Bereich. Ach du Scheiße. Also ich wollte ja nicht gleich einen Kredit aufheben. So, hopp. Ja, mein Schütz ist noch nicht geladen. Höhenverstellbar. Also bei Gaming Galaxy fand ich sehr gut, dass die Armlehnen höhenverstellbar sind. Das sind sie bei meinem nicht. Und das ganze Ding einen Stahlrahmen hat. Also ein Backforce-Kram 600. Alter Vater. Ist der andere kaufen sich PC-Equipment dafür. So. Ach, scheißen. Also kriegt tatsächlich, die wollen nämlich eine Kooperation eingeben. Secret Lab hört sich eher an wie so eine anonyme Buchung. Ja, könnte man denken. Könnte man denken, aber wurde ja mitgeteilt, es ist eine Gaming-Stuhlfirma. Also Gaming Galaxy hatte mir nämlich eine Kooperation angeboten. So, eine Hand wäscht die andere. Ich krieg Preisnachlass und krieg einen Partnercode, wo andere halt quasi Rabatt drauf kriegen. So, als Werbepartner. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Also, ich
würd für nichts werben, wo ich nicht direkt dahinter stehen würde. Weil das ist mir einfach nichts. Piu, piu. So, eigener Platz im Team 4. Die Stühle sind schon geil, schick anzusehen, edel, hochwertig, was weiß ich, aber für den Preis, meiner hat 120 gekostet und ist ergonomisch. Meiner, den ich hier habe, den Game Rocker, den habe ich bei Poco gekauft, der kam auch 120 oder 110, glaube ich. Aber das ist halt so ein Stoffpolster. Der ist halt irgendwann durch. So, zum Hangar. Lass uns mal gucken, der Bobby ist schon online. Zack. So, Fox, wie sieht's denn eigentlich bei dir aus? Hast du dich auch mal ins Game eingeloggt? Bobby hat dich in seine Staffel eingeladen. Genau, dann machen wir das mal. Ja. Wo ist jetzt die Einladung? So, sind wir jetzt in derselben Staffel? So, jetzt haben wir's. Ich schick dir gleich meinen Namen per Discord. Ja, neuen Stoff drauf, tackern, fertig. Grundsätzlich gar nicht mal so verkehrt. Was willst du denn fliegen, Bobby? Grundsätzlich gar nicht mal verkehrt, aber das Polster ist einfach eingesunken. Das ist halt, ich sitze hier drauf und habe ein 7er Tier, Luftfahrzeuge, bereit. Ach nee, er will Panzerschlachten fahren. Ah! Der will Panzer fahren. Mensch, dann sag doch Panzer und nicht, Dingens. So, her. Da haben wir denn Spielemodus. 2, 3er, 1, 7er Panzer, da haben wir sie. Oh, 1, 7er Panzer habe ich nicht viel. Lass mich mal gucken, was ich noch an Panzern habe. Panzer hat noch nicht so viel erforscht. Ein 7er Tier mit Flugzeugen hätte ich dir dienen können. Ein 2-3er könnte ich anbieten. Nein, Flieger. Hatte doch noch nicht umgestellt. Alles klar. Dann spielen wir ein 7er Flugzeuge. Muss mal kurz noch meine Besatzung einsnickern. Hier hat er bestimmt hier ein bisschen was dazu gekriegt. Genau. Vitalität. So, die Dernier Defensivbewaffnung. Schussdichte. Das möchten wir so. Die HE-100. Lass sie hier mal ein bisschen ableveln. So, bereit. So, jawohl. Stell dir vor, du warst in World War II und bekommst eine neue Stadt und der kommt, Panzer, ich begrüße sie. Nee, es gibt Sachen, die macht man nicht. So, was haben wir hier? Wir haben Bodenangriff Alpenwiesen. Dann, Bobby, ich glaube, wir sind für eine Dornier zu haben. Bin jetzt tatsächlich ziemlich doll im deutschen Baum unterwegs. Vorher war ich bei den Sowjets. Hab da aber meistens nur Jäger geflogen. Jetzt wollte ich einfach mal die Deutschen, also deutsches Panzerbataillon, deutsches Küsten, also deutsche Marine, das wollte ich jetzt alle mal haben. So, zerstöre die hervorgehobenen Ziele. Wenn du mir noch sagst, wo die hervorgehobenen Ziele sind. Cindy ist wieder da. Willkommen zurück. So, wo sind denn die hervorgehobenen Ziele? Und vor allen Dingen, wo ist Bobby? Da. Na dolle Wurscht. Der Phil knallt die Deutschen ab. Nee, ich fliege mit den Deutschen. Ich bin die Deutschen. Es gibt Sachen, die macht man nicht. Ich dachte, ich wäre hart, aber dann kamst du mit Box und hat alles zerstört. Tja, dafür kann ich nichts. Ah, apropos, dafür kann ich nichts. Diese da. Nehmen wir mal direkten Kurs, aber wir bleiben mal in der Luft. So, werden wir mal die Artillerie einpflastern. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Pflastern wir das Gebiet mal ein. Hui. Ist da noch was? Der hat noch eine. So, warum siehst du abends frischer aus als früh? War echt eine lange Nacht. So, da drehen wir mal bei. Schwupp, Ziel zerstört, Ziel zerstört, Ziel zerstört. Bobby kriegt gerade auf den Sack. Das ist natürlich nicht schön. So. Hab's dir privat geschickt. Ja. Jawohl, danke. Muss ich gleich tatsächlich mal gucken. Aber im Moment kriege ich hier gerade auf den Sack. Ich brenne, ich brenne, ich brenne. Hier unten ist ja nicht mehr.
So, Bomben 5 Sekunden, wirst du wohl hinkriegen. Und jetzt hör auf zu brennen. Oha. Der Schaufi ist gerade live gegangen. Ja. So, wir schauen mal kurz in den Discord rein. So, hopp. Jawohl. Ja, dann würde ich sagen, ich edde dich mal nach der Runde edde ich dich mal. Du kannst, aber Bobby ist Teamleader. Ne? Bobby ist halt wie gesagt Teamleader. Das heißt, er müsste dich dann auch einladen. Aber für eine Runde Thunder ist man ja immer zu haben. Ne? Vergeigt. Jungs, ich bin aber Bomber und nicht Panzerwagen. Kann ich mal kurz? Oh, ich krieg Besuch. So, drei müssten reichen. Kannst du erstmal haben. Viel Spaß damit. So ein großer Feuerball, Junge! Bam! Biete mich dann eher zum Kanonenfutter an. Für mehr wird schwierig. Ach komm, du, wir haben alle klein angefangen. Frag mal, wie Bobby geflucht hat. Weißt du, die spielen halt schon jahrelang. Und ich beiße immer ins Gras. So, machen wir mal eine Rolle. Und verkacken bei der Rolle. Ja, ich verlasse mein Flugzeug. Hui! Fahrwerk noch raus. Wichtig. Richtig und wichtig. Okay, ohne Tragfläche nützt mir das auch nichts. So. Cindy hat eingelöst, unterhalte ich mal mit Hildegard. Können wir doch mal machen, wa? So. Also, Hildegard ist, du bist mit on fire. Ich bin mit on fire, Alter. Und ich sehe, du verkackst so richtig hart. Ich gebe mein Bestes, aber so ganz anders wird das nicht. Naja, man muss schon untalentiert sein, wa? Und so wirklich talentiert bist du nicht. Keule, ich hab dich hierher geholt, also kann ich dich auch wieder wegbringen. Kassenzettel abgelaufen, Dicker. Pass mal auf, du wirst ganz schön frei. Ich muss mich hier konzentrieren, Alter. Jetzt mal ernsthaft. Nur weil du jetzt hier immer stetig Gast bist, heißt es nicht, dass du hier machen kannst, was du willst. Und die Frage ist, was willst du dagegen machen? Ja, gut, dagegen machen kann ich auch nichts. Ich kann dich ja wieder zurückschicken, aber ich habe den Kassenzettel nicht mehr. Jetzt mal ganz ehrlich, du kannst doch selber ja nicht fliegen. Weißt du? Ich hab verkackt, na toll. Sag doch, talentfrei. Voll talentfrei, ja, toll. So, weißt du was? Ich ignoriere dich jetzt einfach. Oh, Rinne kommen und Flugzeug zerstört. Na, geht doch. Ey, Alter, hör auf mich zu beobachten. Ich mach doch ja nichts. Hör auf zu lachen da hinten. Und hinter mir lacht das. Die läuft hinter mir vorbei und muss ich auch denken, Alter. Ich brauch Socken, Mann. Die Frau Socken. Die Frau braucht Socken. Sarah, nettes Top, sagt Ela. Ja, danke. Ja, danke. Sponsert bei Ö. Ich weiß das auch nicht. Und du? Weißt du das? Ich weiß das auch nicht. Ich trage keine Tops. Sponsert bei, weiß ich nicht, H&M. Sponsert bei vielleicht. ich hab Kotze am T-Shirt. Oh, Propeller kaputt. Jetzt wolltest du gerade das Licht ausmachen. Das ist ja richtig geil. So, ich hab einen kaputten Propeller. Ich sag ja, talentfrei. Ey, alter Fräulein, so kann ich nicht. Hoch.
Au. Oh oh. Geschwindigkeit kritisch, Nase runter. Sieht sicher ulkig aus. Erna ist wieder im Bild. Jawohl. Oh, ich hab Tragfläche verloren. Und du bist schuld. Ich hab ja auch nichts gemacht. Hallo. Hallo. Diese Hildegard hat auch Hallo gesagt. Ein Tag. Na, willst du das nicht? Willst du das? Nö. Nö. Na, dann schmeiß weg den Lörres. Stimmt, Erna ist im Bilde. Ja, live und in bunt, ne? Ich glaub, der hat einen Knall. Nein, ich hab keinen Knall. Ich hab ganz sicher keinen Knall. Und du brauchst gar nicht glauben, dass ich das nicht sehe. Oh, apropos Knall. Verkackt. So, letztes Schiff noch. Und dann wollen wir mal gucken. Ein Stream im Top. Ja, ich trage auch gerne Tops. So ein großes Feuerball, Junge! Dieses Fahrzeug verfügt über keine Bewaffnung. Geil. Hättest du mal vorher halt richtig eingepackt und hättest das kontrolliert, dann würdest du jetzt nicht da kicken. Olle Erna, bekommt der eigentlich Medikamente dafür? Nee, bekomme ich nicht. Ey, werd nicht frech. Mission ist scheitert. So. Haben wir uns mal ein bisschen mit der... Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller. Irre. Haben wir uns mal ein bisschen mit der Hilliard unterhalten, wa? Also, kann ich ja nicht sagen, aber ich liege hier auf Kniehöhe. Ja, und? Ja, hier muffelt's leicht. So, Stufe 2, nee, Platz 2 haben wir so ja gemacht. Snackhead, wa? Mach mal. Timer, 10 Minuten läuft. So. Ich meine derzeit, Bobby, du bist Staffelführer. Ich bin Staffelführer. Jo, alle klar. Dann holen wir uns den mal. Zack, da gucken. Warum antwortet mir mein Sprachassistent von Amazon? Dass sie das nicht weiß. So, Flo Fox. Freund hinzufügen. Jawohl. Und dann kicken wir nochmal. Der ist gerade noch nicht da. Wer weiß alles, was unter diesem Tisch passiert. So, ich hab einen, ach, da ist er. In Staffel einladen. Du bist eingeladen, Fox. Wer weiß, was alles unter diesem Tisch passiert, Alter. Sebe. Ich weiß schon, warum ich einen 18-Plus-Stream hab, mein Freund. Nee, dafür bekommt er keine Medikamente. Nein. So, ich werde mal gucken, ob ich den hier ersetzen kann. Fahrzeug wechseln. Ob ich noch einen 1-7er Jäger oder ähnliches habe. 1-3. Ein Schlachtbomber. Ist der das? Nee. Dann machen wir den. Jo, dann machen wir den. Hier, komm, Besatzung. Uffi snitzt. 6300. So, ich bin ready. Welcome soweit. Back. Genau, willkommen zurück. Ich dachte, das 18 Plus steht für den schwarzen Humor. Unser Humor ist hier nicht schwarz. Der ist nur leicht angedünkelt. Wer weiß, was alles in seinem Essen mit drin ist. So, ich warte, bis ihr bereit seid. Der, wer ist denn jetzt noch B, nicht bereit? Das ist FloFox. Du musst oben hier auf bereit drücken quasi. Zumindest nicht von mir und ich weiß auch nichts von Medikamenten. Jetzt sind sie bereit, dann schlachten wir mal los. Und vorher machen wir noch den Booster an. Mein Twitch-Name ist auch nur leicht angedunkelt. Ja, dezent. Dezent. So, Bodenangriff Sizilien. Und warum gibt es keine Zeugen in Sizilien? Sizilianer mögen einfach keine Zeugen. Oh Gott, war der schon wieder schlecht. Ja, war so schlecht, dass er schon wieder gut war. So, 20 Bomben haben wir. Jo, ich nehme die 20, die 50 mal 20 anstatt die großen. So. Gucken wir mal, wo ist denn der Fox? Der ist da unten, der ist mit der HE unterwegs.
So, Bobby fliegt nach rechts, das heißt, ich gehe nach links. So, die markieren wir mal schnell an. Jo, die markieren wir mal schnell an, ansonsten geht nach oben. Hey Chef, hä? Da oben. So. Erstmal noch herzlich willkommen an alle neu zugeschalteten. Das scheinen ja heute 6 Clips wurden gemacht. Ey, warum war ich denn da nicht dabei? Weiß davon mein Anwalt? So, jetzt mal hier ein bisschen Konzentration. Panzerwagen, Panzerwagen. So, die pflastern wir jetzt erstmal richtig schön ein, von links nach rechts. So, wechseln nochmal schnell die Ansicht. Und verteilen noch ein paar Bumps. So, mehr halt jetzt nicht. Und dann nehme ich mir ihn hier. Kannst dir gar keinen Anwalt leisten. Nee, stimmt. Momentan nicht. So, kann ich mich mit dem Jäger anlegen? Möchte ich mich mit dem Jäger anlegen? Ich glaube nicht. Oh, eine Flak. Hui. So, und warum? Ja. Also, die nicht so freundliche Erklärung ist, ich gebe mein Geld für allen möglichen Scheiß aus, dass ich mir keinen Anwalt leisten kann. Aber tatsächlich möchte ich für mein Kind etwas zurücklegen. Ich krieg hier irgendwie gerade auf den Sack. So ein bisschen. Kann ich noch was ablegen hier? Ich würde gerne noch. Einfach kurz noch ein bisschen. Nee, noch ein bisschen. Ja. Komm, schmeiß noch mal raus, was hier geht. Den ganzen Teppich hier voll gepflastert. Oh, wir braucht. Flugzeug zerstört. Flugzeug zerstört. Flugzeug. Warum Flugzeug zerstört? Ich habe ja kein Flugzeug zerstört. Ich hab hier mal richtig aufgeräumt. So. Und Rinder. Lass es nicht den Anwalt sehen. Wieso? Wieso? Du brennst. Meistens tue ich das. Also, im Spiel. So, da Bodenziele extrem wichtig sind, würde ich sagen, starten wir gleich die nächste Runde mit der anderen Dornier. Die hat aber nur 10 Bomben. War schon vorher kaputt. Ja, war schon vorher kaputt. So. Die kann nicht in so einen ganz extremen Sturzflug gehen. Das weiß ich zumindest. Hey, ich muss hier ein bisschen leichter rangehen. Ein bisschen abschätzen, wo ich da ransimmer. Oh, das gibt ein Feld hier. Batabum, batabum. 2 Treffer. Geil. Ist ja mal ja nichts. Danke für nichts. Und dann muss ich noch 5 Minuten warten. Na geil. Dann mache ich das halt auf die altmodische. So, hoch hier. Motorausfall, Zylinderschaden. Immer dasselbe. Immer das gleiche. Sag mal, wen beschießt du denn da hinten? Hier kommt doch gerade ja keiner. Hui. Oh, Backe. Oh, Scheiße. Jetzt komme ich ins Trudeln. Oh, 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 krieg hoch. Hoch. Hoch, Keule. Hoch, hoch. Boah, 25 Meter über dem Boden, Alter. Aber da verteilt sich mein Fahrwerk. Fahrwerk ausgefahren. Ja. Zumindest bin ich gelandet. Gefällt mir. Aber abgeschossen ist abgeschossen. Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief. Na ja, das war wirklich tief. So.
So, kann ich jetzt? Genau. So, ich bin gelandet. Immerhin. Immerhin. So, dann werden wir jetzt mal hier mit ein paar Jägerinnen snickern. Mal kicken, was wir hier finden. B-17 ist ein Bomber. Kampfklappen an. So, oh, wir haben schon gut, wir haben gut geleistet. Wir haben gut geleistet. Da ist ein jetzt kaputt gegangen. Wir brauchen noch einen Sound für Hildegard. Oha. Aber was meinst du denn für, also, erklär mal. Prost. Moment. Erst den Schuss, dann das Prost. So, der kommt rein. Abschusshilfe. Ja, also mitten im Slot ist das ein bisschen schwierig. Gut. Gut. Ich sage ja zu gutem Orangensaft. Zum Wohle. Mein Gott, bin ich runtergerutscht. Zum Beispiel, ich kenne keine Hildegard. Meinst du, man könnte das aus dem entsprechenden Film ausschneiden? Gibt es einen von euch, der diesen, genau diesen Kontext ausschneiden könnte? Ich würde dann auch die 7 Sekunden oder so. Na, 7 Sekunden wäre vielleicht ein bisschen lang. Oder Hildegard! So, wer das ausschneiden könnte? 3-4 Sekunden wäre echt optimal. Bam! So, da kommt der nächste. Abschusshilfe. Sawusch. Ne, also es wäre eine gute Idee. Also ich würd's feiern. Kampfklappen. An und jetzt hier aber rein. Gibt bestimmt bei YouTube. Ja, grundsätzlich gibt es das, aber ich bin so ein bisschen talentfrei, was das Ausschneiden von Sounds betrifft. Zerstört. Und der hängt mir an den Backen. Kann ich nicht, aber Sebe kann das bestimmt. Der Sebe kann so ziemlich viel. An der hängt mir aber am Kreuz hier, ey. Himmel. Ich brenne, ich brenne. Der will aber auch nicht locker lassen. So, jetzt hat er aber verkackt. Ich kenne doch keine Hildegard. Nee, Hildegard for President. Wen hast du denn immer gesagt? So, jetzt gucken wir mal rein. Gucken wir mal rein. So, ob das Haupt wieder enttarnen. Eigener Platz 2, okay. Goll, goll, goll. Zack, zack. So, Spielerstatistiken. Bobby hat sich vollgemogelt mit zerstörte Bodenziele 43. Alter. Hallo Fox, du hier? Ja, der spielt sogar mit. Guck mal, da ist er, der Flo Fox. Der spielt sogar mit. So, noch ein Ründle. Ich wäre dabei. Nicht alle Staffelmitglieder sind bereit. So, das war's. Kann das auch nur machen, kann dir das auch nur machen, den Sound? Ja, grundsätzlich, klar. Wer da so begabt ist, ich bin da echt talentfrei. Stimmt. Mhm. Also, einen Abend, Erna. So. So, Pilot. Damit der nicht gleich wieder mal weggesnickert wird. Zack, 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 zack. Nischt. Kann auch ohne Stier da. Das wäre cool. Ja, auf jeden Fall. So, bereit, bereit, bereit. Ja, nice. Also wie gesagt, ihr seid hier. Wer War Thunder spielt, ihr seid zum Mitspielen herzlich eingeladen. Einfach macht euch ein Konto. Ist kostenlos. Auch bei Tanks oder bei Warships immer Leute zum Mitspielen. Finde ich per se ganz gut. So, 50 mal 52 Kilo Bomben. Ratatatatatata. Ich lege da nicht großen Wert auf Talent. Wie ihr seht, ich kann es selber nicht. Ne? Und von daher bin ich da echt tiefenentspannt. Aber der hat auch keine Offensivbewaffung. Aber hier muss man Sounds kaufen. Gibt nichts umsonst. Okay, pass auf, wir machen einen Deal. Den Hildegard-Sound, den schenke ich euch. Ja, den Hildegard-Sound, den schenke ich euch.
Noch nicht ganz, aber besser auf jeden Fall. Danke. Ja, also, wenn mir einer von euch auf irgendeinem Weg über WhatsApp, über bla, über tralala, diese 3-4 Sekunden mit Hildegard zuspielen kann, dann stelle ich den gratis ein. Ist versprochen. Cool, gerne. Ja, mach ich auf gerne. Ja, ihr musstet so lange auf dieses Maskottchen warten und ihr wart so hibbelig. Liebe. Herzchen, 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 Herzchen. Herzchen, 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 Herzchen. Also Hildegard würde jetzt sagen, ich wäre peinlich. Jo. So, was möchte ich denn eigentlich? Ich möchte schon mal ein paar Bomberziele haben. Das heißt, ich muss mal suchen. Ich hab mich so auf euch konzentriert, dass ich das Spiel völlig vergessen hab hier, ey. So, geradeaus. Hinter der Bergkette. Kick mal, unten ist schon was. Artillerie. Zip. So, da schmeißen wir gleich mal was drauf. Die fallen da schon mal rein. Und ich kicke mal. Oh, Flak. Eine Flak ist immer ganz gefährlich. Werde ich hier gerade schon von der Flak angegriffen? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Jetzt erwische ich die langsam. Oh, 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 ja, die Bombe war noch unterwegs. Alter, 237 Mal. Wir waren doch gerade erst bei der 200. Wir waren doch gerade mal bei 200. So, P36, was machst du hier? Hau mal ab. Hau mal rein, Kollege. Du bist hier einfach nicht erwünscht. Du bist hier quasi im feindlichen Gebiet. Oh, der ist schnell unterwegs. Der ist nicht. Der ist definitiv Venja als Ecke. Aber wenn ich ihm ein oder zwei mitgeben kann. Ah, der ist aber gerade in einen Dogfight verwickelt. Oh, hier mal einlenken bei Baum. Also, ich versuche mich mal hier durchs Tal zu schleichen. Knallt er mich ab, kann ich ihm aufs Dach und nehme ihn mit. Na geil. So, das sind immer die geilsten Momente. Wenn du so einen John Cena-Moves machst. Aber das ist, tatsächlich kannst du hier auch ohne echt Geld eine ganze Sache erforschen. Ich würde ja gerne in den Rauchen gehen, aber es ist dunkel draußen. Ja, es wird Winter. Es wird früher dunkel draußen. Irgendwann ist es hier um 19 Uhr zappenduster. Wir müssen ja mal hier ein bisschen rumsnickern. So, da ist noch eine Flak. Die holen wir aus dem Verkehr. Ich hab die noch nicht angewählt. Ah, hier kommen sie alle. Hier kommen sie alle. Hier. Da. Bäm. So, Bomben aufgebraucht. Na, das, wie finden wir denn das? Das finden wir ja gar nicht schön. Ist das nicht schön? Ja, das ist nicht schön. So, anvisiert. Und dann versuchen wir die mal aus dem Bunker zu nehmen. Er stört. So ein massiver Tiefflieger hier, bis die Bomben wieder aufgeladen sind. So, ach komm schon. Ey, komm, 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 komm. So, für alle, die es nicht mitgekriegt haben, neues Ziel wurde eingestellt. Muss auch nicht heute oder morgen erledigt werden, weil ist halt so, ne? 100 Follower auf jeden Fall bei der Gruppe nochmal abchecken. In der Facebook-Gruppe. Und sobald hier 50 Abos verschenkt werden, also 50 neue Abos, kaufe ich mir einen Militärdress. Und jedes Mal, wenn War Thunder gespielt wird, wenn irgendein No-Name-Shooter ist, ist eigentlich scheißegal. Ups, kaputt. Hupala. Dann ziehe ich mir den taktischen Helm und die taktische Weste an. So, das war's jetzt. Dann werden wir mal landen. Haben wir ein großes Feld hier. So, Klappenlandung. Klonk. Aufgesetzt. So. Aufgesetzt. Gelandet. Aber verkackt ist verkackt. So.
4 zerstörte Bodenziele. Alter, ist das peinlich. So, jetzt hole ich mir mal die HE, weil ich will tatsächlich noch ein paar Punkte will ich noch machen. So, P26, du mir. Genau. Du hinterm Felsen, auch nicht. Gut. D500 kommt hier in der Schlucht vor. Und die zielt genau auf mich. Ja. Weg. Uhu. Und der hat keine Ahnung, dass ich komme. Ha, zu weit. Zu weit. Wie sagt man? Uwaga. So, jetzt habe ich nochmal die Chance, ihn zu nehmen. Er will nicht. Ist aber heute auch was widerspenstig. Kommst du jetzt her? Sag mal. Immer hier durch die Baumkronen. Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Wow, Baum. Wow, Baum. Hopp, so. Kurze Neuorientierung. Da kommt eine D373. Und die hat mich im Visier. Nee, die hat mich nicht im Visier. Die sieht mich nicht mal kommen. Ha! Arschloch. Hat er nicht gemacht. Voll verscherzt. So, nehmen wir die HE. Ja, die HE nehmen wir. Sind mal ein paar Jäger runterditscheln, damit wir hier mal auch klarkommen. B17 ist ein Bomber. Warum fährst du keinen Panzer? Gute Frage, weil Bobby und der Fox, wir spielen jetzt hier gerade zusammen. Wir hatten uns für einen Siemer Fliegen entschieden. Aber ich kann tatsächlich auch gerne noch ein bisschen panzern. Das Huch, hoppala. Aufgesetzt, aufs Dach geklatscht. Das Problem ist, ich habe nur noch eine halbe Stunde. Heute hat sich noch keiner gefunden, der gesagt hat, yo, mach lang. Knüpf. Deswegen wird das recht schwierig. Also nur 10 Minuten panzern würde ich doof finden. Ach so, hast du nicht mitbekommen. Nee, ist nicht schlimm. Ne, heute hat noch keiner gesagt, irgendwie, ja, mach mal weiter. So, ich habe keinen Schub mehr. Das heißt, ich habe es hier ganz schwierig, die anzuvisieren. Ups. Ups. Hoppala. Gleich Bede. Ja gut, dann ist wohl heute auch noch Panzern angefangen. Zwei dumme, ein Gedanke. Nice. Ihr habt euch doch bestimmt abgesprochen, ey. Ja, vor Schreck fängt das Flugzeug an zu brennen. So, gut. All klar, also eine Stunde länger. Eine Stunde länger und Panzern ist heute auch auf jeden Fall mit drin. Ja gut, okay. Lass uns noch zwei, drei Ründchen mit dem Fox noch drehen. Panzer kannst du mitmachen bis 3,5. Oh, da bin ich, da muss ich sagen, da bin ich der Noob. Ich bin gerade mal bei 2,3, glaube ich. Weil bei Panzern habe ich mich auf World of Tanks spezialisiert. Da bin ich auch noch der Low-Leveler. Ich habe eigentlich mit War Thunder habe ich nur tatsächlich bestimmt ein Dreivierteljahr oder so nur Flugzeuge gespielt. Also wirklich nur Flugzeuge. Panzer habe ich mit dem Arsch nicht angeguckt. Sehr gut. Bobby findet Panzern. Bobby gefällt das. Mit Panzern. So ein Noob, beiß ins Gras. Geh weg, tot, kaputt. Aus, Sitz, Platz. Meine Fresse, jetzt krieg den nicht mal mehr. Aber Platz 2. Nee, wir haben uns nicht abgesprochen. Okay. So, Bobby, wie sieht's aus? Bobby, Fox, panzern oder noch eine Runde fliegen? Ich habe morgen Frühdienst. Ja, das wissen wir leider. Leider hast du deinen Frühdienst falsch gelegt, Sebe. So, wollen wir wetten, wer Platz 1 ist? Ich habe morgen Arzt. Okay. Panzer. Okay, dann würde ich sagen... Oh, nice. Auf Platz 4 ist der Bobby, auf Platz 6. Sehr schön, Flo. So, dann zum Hangar. Dann würde ich mal gucken, was im Heer so rumöttelt. Panzer 3F, die habe ich mir alle schon zurechtgelegt. Was hängt denn hier noch in der Forschung her? Was ist das denn? Ziel? Ein Ziel? Hä? Was ist diese Ziel? In the Battle of Thüringen, oder was? Erfolge? Warum ist das so? Ich verstehe das nicht. Was ist dieses Ziel verfügbar hier?
Weil dann würde ich ja das erforschen, aber irgendwie, ich will ja die dicken Schlachtels erforschen. Ja gut, wir stellen erstmal um auf aktuell 2,3. Auf 2,3 kann ich euch dienen. Muss meine Panzercrew nochmal durchchecken. Ja, siehste, Funker, MG-Schütze, Aglidet, Fahrer, Fahrgeschick, damit er hier auch mal klarkommt. So, der hat nix, der hat nochmal eine ganze Latte. Erna ist AFK, alles klar, bis gleich. Tag. Wie ihr seht, es läuft wieder ein Top durch das Bild. Ein Top-Motel. Blöd geht immer. Du wolltest ein Zopfgummi. Gummis sind wichtig. Was? Hatte ich gestern. War es Gummis oder was? Oh Leute. Ich weiß nicht, was Ela gestern hatte. Gummis? Und hinter mir so, was? Wo? Ein paar Zopfgummis? Jetzt kann sie ja mal, sie kann ja mal kurz Hallo sagen. Sie hat ja vorhin Hallo gesagt. So. Du kannst noch kurz hier bleiben, weil Mausi schläft. Möchtest du kurz mal ins Bild hüpfen? Hüpf. Nur meine Haare, du bist eh jetzt gerade im Bild. Ja, du flackerst so ein bisschen im Hintergrund rum. Ich muss meine Haare machen, mit dem Gummi. Aha. So, sind die jetzt eigentlich bereit? Wer ist breit? Breit ist keiner. Spreit? Spreit? So. Ein Dutt. So, Flo ist bereit. Der Bobby ist gerade noch am rumoxidieren. Gute Besserung, Bobby, wenn du morgen zum Arzt musst. Na, ich glaube, der Kleine ist bei ihm. Also nicht mal er. Ich meine richtig Hallo. Hätte sie früher ans Gummi gedacht, lassen wir das. Sebe. Ich muss noch nicht mal gucken, weil das ist Sebe. Ja, nee, ich, danke Erna sagt. Also tatsächlich, Bobby muss jetzt, hat er sich abgefasst. Hat er sich abgefasst. Gute Besserung, Bobby. Du siehst immer gut aus, Erna sagt Ziege. Oh. Danke. Ist der nicht süß? Sind sie nicht alle süß? Bobby, apropos, meine Latschen. Nee, nicht apropos meine Latschen. Jetzt komm schon ins Bild. Ja, du musst runter. Und, oh Mann, oh. Ich war die ganzen Tags und so unten. Nur lehn dich doch an. Oh, Bobby ist bereit. Hildegard schläft? Hildegard schläft. Hildegard schläft. Wo steht denn das, dass Hildegard schläft? Nein, das war eine Frage, ob Hildegard schläft. Ja, Hildegard schläft. Ab und zu kommentiert sie, dass es da unten in Kniehöhe ein bisschen stinkt, aber... In Kniehöhe? Ja, da stinkt's. So nach faulem Pusche und so. Brauchst du noch einen Spiegel? Nein, ich habe doch die Kamera. Ah, sehr schön. Ist das nicht prächtig? Warte hier. Was machst du? Hello. Wow. Mach mal wieder weg. Seht ihr, das Highlight des Streams ist auch wieder da. Ja. So, Panzer 3J. So lange nur bis Mausi kräht. Ja, nur bis Mausi kräht, weil dann geht nicht mehr. Ja. Wow. So. Ich sehe auch gar nicht mehr so fertig aus, ne? Guck mal, am Anfang sah ich so... So, Panzer fahren. Oh. Ein langes Rohr. Na guck, ich hab ein kurzes Stummelrohr. Und Bobby hat wieder das dicke lange Rohr. Was? Nee, Bobby, wir fahren Low Tier, da haben sie alle kurze. Bobby hat nur so einen kleinen Panzer. Bobby hat nur so ein kleines Rohr. Wie geht's dir, Anna? Gut. Erstaunlicherweise geht's mir gut. Warte. Hört man mich? Warte. Hallo! Aua! Das ist im Übrigen meins gewesen. Warte mal kurz. Warte, kurz vorbei. So, jetzt durfte man dich besser verstehen. Jetzt so? Ja, weil ich habe dich auf dem großen Mikro freigeschaltet. Ja, der Uhu. Es war schön, wieder hier zu sein. Man hört dich. Ja, ich habe jetzt quasi das große Mikro angemacht. Weg. Wie weg? Na weg halt. Ja, mir geht's gut. Also... Erstaunlicherweise. Mausi meldet sich immer nur noch einmal in der Nacht. Ja, und wenn dann aber mit Krawall war? Nein, ich weiß nicht, was das die Nacht war. Oh, ich bin ja irre. Brudi-Move. Ja. Mach's mal den Brudi-Move, ja? Ja, Brudi-Move. So, Bobby steht da vorne. Bobby ist cool.
Bobby ist der Grüne, genau, da steht er. Der fährt. Warum ist Bobby grün? Weil Teammates immer grün dargestellt werden. Oh, da kommt einer um die Ecke. Da kommt einer um die Ecke. Du hast 13 Zuschauer. Ja, ne? Bist du einfach in dem Lurk, wa? Nö. Der Linse. Der Linse war im Lurk? Ja. Kabüm! Oh, da kriegt was ab. Ursula! Verstör! Da war eine Ursula. Ups! Aber einen habe ich noch mitgenommen. Jetzt hab ich den abgenommen. Ah, passiert. Passiert, Steppens. Oh, neun Clips, die haben bestimmt alle Säbel gemacht. Nee, hat glaube ich nicht alle Säbel gemacht. Nee. So, na da, oh, da, ja, ich habe von einer dicken Kaschemme einen abgekriegt. So, Rang. Wie geht's euch denn, meine Lieben? Hier war sie noch ganz lieb, sie fehlt voll, sie will wenigstens noch knuddeln. Nee, Cindy, du willst knuddeln. Nee, mir hieß aber vorhin auch so. Du wolltest auch knuddeln? Ja, ich wollte auch mit ihr knuddeln. Und dann hat sie aber so einen Bockanfall bekommen. Dann habe ich sie auf die Couch gelegt und dann war Ruhe und dann hat sie mich angelächelt. Dachte ich mir so, blöde Kuh. Du blöde Kuh. Ja. Jetzt will Mami einmal kuscheln, weißt du? Ja, die Rache kommt, wenn sie putzen ist. Wow. Oh, entschuldige. Und Seba hat Frühdienst, der wird beizeiten ins Bettchen. Aber das klang wirklich so, als ob du dich mit dem Fox abgesprochen nein, hast. Nein, das habe ich wirklich nicht. Das war so, batsch, batsch. Nein, habe ich nicht. Du friss und das stirb. Und was machen wir? Panzer fahren. Stimmt, haben wir nicht. Nö, na, Fox kann gerade nicht antworten, weil... Ach, Klong. Fox spielt ja mit. Oh, da startet einer eine Luftschlacht. Na, da bin ich doch bei. Da bist du dabei. Sie wollte auch knuddeln, hat sich bei mir pudelwohl gefühlt. Ja, sollen wir sie die einfach haben? Ja, genau. Ich habe keine Möpse, also fühlt sich das Kind bei mir nicht wohl. Ja. So. Der will meinen Bomber gerade bedrohen. Das finde ich gerade so ein bisschen. Ich hol mir mal einen Stuhl, Mensch. Hol dir mal leise einen Stuhl. Jeha. Wie lange geht es denn nun mit Verlängerung? Bis 22 Uhr heute. Bis 22 Hours. Sag mal, bin ich jetzt durch nicht... Mausi wird jetzt von den Wollnis belabert. Mausi wird von den Wollnis belabert, auch nicht schlecht. Ja. Alter, was ist denn das ja, jetzt hier? Ja, sieht man mich aber nicht so weit, dass ich bin immer so weggeflackert. Du bist immer so weggeflackert, dann muss ich... Dann siehst du das nicht, so weggeflackert. Na, dann muss man ein Stück ran. Jetzt so. Na, komm doch mal her hier, Mensch. Himmel, Arsch und Zwirn. Excuse me, wir haben 2022 auch Männer können. Auch Männer können? Ach, lassen wir das. Nein, doch. So. Ja, ich freue mich auch total, dass das doch wieder funktioniert hier. Ja, das wird sich alles noch finden. Zack, und da ist der gesund und munter Jäger und ich darf mit meinem Panzer weiterfahren. Das ist jetzt Mami und Papi Zeit. Das ist jetzt Mami und Papi Zeit. Und nicht nur Papi. Ja, und Papi ist jetzt hier wieder mal am rumoxidieren, wa? Jetzt werden wieder ganz viele Clips da gemacht. Mhm. Weil ich so doof bin. Ach, du bist nicht doof. Ja. So, oh. Guck dir doch mal die Clips an, die meisten sind durch mir entstanden. Durch mir? Durch mich. Jawoll, durch die... Oh, Leckerchen, Leckerchen, durch Leckerchen. Durch mich sind die ganzen... Durch mir. Durch mich. Lass es einfach. Grammatikalisch. In Grammatik 5. Grammatik ist nicht so. So, der steht da hinten. Du bist liebenswert. Danke, Sie. Geh doch mal aus dem Bild jetzt hier. Mensch. Okay. Ja, natürlich ist sie liebenswert, sonst, ne? Was? Sonst würde ich sie ja nicht. Ich weiß jetzt ganz genau, was du sagst. Sonst voll auf sie nicht. Da ist er. Gordon Chin. Nun komm mal. Mann. Wolltest du den machen? Ja, den wollte ich nehmen. Da sind doch noch ganz viele. Da sind noch ganz viele. Da ist er. Ja. Bäm. Bäm, bäm, bäm. So, jetzt muss ich aufpassen, weil ich gucke mal. 91 voll. Ja, der J-Reik und der Eastside West. Zeit 69, der hat mitgefolgt. Ja, ich habe den Namen nicht mehr so ganz im Bild. Da ist er. Da ist er. Bam! In your face. Nochmal. Komm, bleib einfach stehen. Bam! Und er bleibt auch noch stehen. Mich oder lass mir arbeiten, lass den Phil-Toxic arbeiten. Ach, der Phil-Toxic arbeitet. Der fühlt sich wohl, wenn die Anna auch mal hinter mir ist. Zerstört. Ja, ich bin 24-7 immer Mami. Ja, 24-7 Mami sein ist echt anstrengend, glaube ich. Ja. Du hast wenigstens so deine Tage, wo du sagst, du kannst dich auch mal verprügeln. Was? Wegen Arbeit? Ja. Ich möchte das nicht. Nein, ich meine jetzt hier zu Hause. Ja, gelegentlich habe ich das. Ja, nicht nur gelegentlich. Ja. Zum Beispiel und
Die steht immer hinter dir. Nee, die sitzt gerade hinter mir. Das ist ein sehr feiner Unterschied. Ich stehe immer hinter ihm. Das ist wohl richtig. Ohne sie würde das hier nicht funktionieren. Ohne sie könnte ich noch nicht weiter. Das flackert immer. Das ist das Hintergrund. Ich muss so ganz dicht gucken. So muss ich. Ja. Ich muss schmusen kommen. Du musst schmusen kommen. Ja, es tut mir leid. Es tut dir leid, dass du schmusen kommst. Okay. So, wir nehmen jetzt mal das HE-Schutz. Ich habe nämlich die Fresse voll hier. Hast du schon gesagt, dass Mausi heute ganz Papa? Ja, die hat heute Pieks gekriegt. Und zwar zwei richtig. Stück und dann noch eine Schluckimpfung. Und dann noch eine Brechi-Impfung. Die fand sie ganz lecker. Nom 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 nom. Die hat sie zuerst. Da ist er. Und dann wollte sie das Ding gar nicht mehr aus der Kuschel lassen. Also, wollte nicht mehr loslassen. Nein, es hat den Richtschützen entschärft. Scheiße. Ah, und jetzt hat. Oh, Kacke. Warum versteckst du dich denn auch hinter so einem kleinen Busch? Das ist nicht mal ein Busch, das ist ein Zaun. Ja, aber mit Busch. Ich kann wieder fahren, ich kann wieder fahren. Weg, weg. Scheiße. Denkt an berühmte halbe Stunde. Ja. Nee. Ja, nee. Aber so viel Liebe will ich dann doch nicht. So, zerstörte Luftziele und zerstörte Bodenziele. Na, das läuft. Na, ein Panzer habe ich noch. Wie fährt man eigentlich? Mit WASD und mit Shift gehst du in den, also mit hier, mit Umschalttaste gehst du in den Zoom-Modus. Hier so. Ja. Und mit linke Maustaste machst du Kapeng. Okay. Aber nur, wenn du dickes Ohr hast. Guck mal, der hat ein kleines kurzes Stummelröhrchen. Ja. Haare meistens. Oh, das wird eine Kackrunde. Wir liegen so weit vorne. Und hat sie doll geweint? Ja, die hat total doll geweint. Ja. Ganz dolle. Vor allem, ich war die Einzige in der Arztpraxis. War voll unangenehm. Also nicht peinlich, aber unangenehm. Unangenehm? Ja, es war alles ruhig und dann so. Yeah! Ja, ist halt so, ne? Müssen die mit leben. Einfach. Bam! Aber sie hat sich gleich wieder, also hat sich schnell wieder beruhigt. Er hat schon wieder den Richtschützen entschärft. Verdammte Kacke. Das ist schnell wieder beruhigt. Jetzt kriege ich hier aber auf den Sack. Richtschütze. Und zu Hause ist sie dann sofort eingeschlafen. Oh, for real jetzt? Oh nein, nicht schon wieder der Richtschütze. Der kriegt immer auf den Sack hier. Scheiße. Das war halt auch voll ungewohnt, glaube ich, für sie. Weil, also auch für mich. Weil ich habe ihre Hände so festgehalten. Und dann waren da zwei, also einmal die Ärztin und einmal Assistentärztin. Und die haben, also die Ärztin hat Spritze gegeben und die andere hat das andere Bein festgehalten und dann haben die so ein Lied gesungen. 1, 2, 3, jetzt ist es gleich vorbei. Oder? Ja, jetzt ist hier gleich richtig vorbei. Und das, weißt du, was das Lustige ist? Ich? Mausi, ja, du auch. Mausi, oh, Kacke, ich hab direkt neben der Bombe geparkt. Oh nein! Du bist so doof. Ich bin tot. Ja, gut. Ich hab direkt neben der Bombe geparkt. Scheiße, und Bobby hat noch gesaved. Kacke. Was wollte ich denn jetzt sagen? Eine Menge. So, jetzt schalten wir mal rein zum Bobby. Das ist Bobby. Bobby rettet alle. Der hat ja wirklich ein kleines Rohr. Bobby hat wirklich ein kleines Rohr. Möchtest du ihm das auch mal live sagen? Ich habe Bobby noch nie live gesehen. Bobby, du hast ein kleines Rohr. Ich meine jetzt, also Bobby sein Panzer. Ach so, also Bobby sein Rohr ist das dann recht klein. Okay, sage ich ihm. Kein Problem. Was war das Lustige? Lustige? Ach so, ja. Der Pieks war schon längst vorbei. Und sie fängt dann erst an zu krähen. Und sie fängt dann erst an zu krähen. Das war wie im Krankenhaus. Im Krankenhaus hat sie auch den ersten Pieks bekommen. Im Fuß, ne? Da war das auch so. Da hat sie Blut abgenommen gekriegt, ne? Ah, schade, Fuß, Bobby ausgebrannt. Ja, wegen Charité, was wir doch da gemacht haben. Ja, genau. So, ist der Fox noch mit drinne? Nee, der ist auch schon doof. Doof? Dann doubt. Herring the Fish. Herring the Fish? Ja, Herring the Fish. Herring the Fish. Herring the Fish. Ja, plünk. Und da haben wir es echt noch verloren. Kacke. Das war bei meinen auch immer so, ja. Ach, nerv. Oh je, ja, Ela, ich wünsche der Lea. Ich wollte gerade sagen, Ela, ich wünsche der Ela auch alle gute Besserung. Nee, andersrum gesprochen, Lea. Ja. Ela, ich wünsche der Lea auch eine gute, gute Besserung. Boah, eigener Platz Team 4? Oh. Bobby ist auf Platz 3. Nee, Bobby ist auf Platz
4, 5, 6, 7 und Fox ist 8, 9, 10, 11, 12. Macht aber nichts. Alles gut. Neue Runde, neues Glück. Ausgeben, ausgeben, ausgeben. So. Nicht weinen, Bobby. Nicht weinen, Bobby. Nicht weinen. So ein kurzes Rohr hast du gar nicht. Ach, Mann. Das kannst du gar nicht wissen. Oder etwa doch? Naja, wir unterhalten uns immer auf Arbeit über lange, dicke Rohre. Während die Kinder dabei sind. Natürlich nicht. Ach so. Kommt nicht auf die Länge an. Sondern? Nee, es kommt auf die Dicke an. Und Bobby hat ein extrem dickes Rohr gehabt. Okay, Leute. Ja. Ja, bitte? Es sind Kinder anwesend. Wo? Bei Ela. Im anderen Zimmer. Na, die hatte. Gott hat jedem 2 Meter. Was? Bobby? Was? Gott hat jedem 2 Meter geschenkt. Er hat sie nur unterschiedlich verteilt. Hä? Ich bin 1,93 groß. Ich möchte dazu jetzt nichts mehr sagen. Bobby ist 1,76. Nur bei den Männern? Oder? Sag mal, oder? Er ist 1,76 und innerlich so. Bobby ist 6 cm größer als ich. Ja, Bobby, was soll ich sagen? Wie ein Baby, ne? Was? Hat ein Loris wie, das L-Prinzip zählt nur bei Männern, genau. Er hat quasi ein Schwengel wie ein Baby. Ein Schwengel wie ein Baby? Nein, ein Schwengel. Babys haben alle erst kleine Schwengel. Ja, er hat ein Schwengel wie ein Baby. Ein kleinen Schwengel. Nee, 48 cm groß und 4 Kilo schwer. Das verstehe ich schon. Aber das muss ich auch. Wie die Nase eines Mannes, so sein Johannes. Ja. Und was macht der Lord Voldemort? Der guckt in eine Röhre. Der hat keinen. Johannes. Das habe ich vermisst. Ja. Guck mal, den Command gibt's ohne. Auch Erna? Auch Erna. Was kommt denn da? Was? Wenn du auch Erna auslöst. Na, da kommt so. Büt, nö. Das ist ja nichts Neues. Das ist nichts mehr. Hey, ich stehe schon wieder vor auf dem Schlauch. Ja. Ja, auch Erna, ich weiß. Nö. Nö. So, ich versuche mich gerade mal jetzt hier durchzuspielen. Also. Eigentlich wollte ich ja hier raufgehen. Der hat ein Lörres wie ein Baby. 48 cm lang und 4 Kilo schwer. Das ist doch ganz schön. Das ist ganz schön viel. Das ist ganz schön viel für so ein. Für so ein Lörres. Oh, ich krieg gerade auf den Sack. Der ist aber noch nicht aufgegangen. Nee, auf dem WLAN-Kabel stehe ich nicht. Der hat kein WLAN-Kabel. Es gibt nur LAN-Kabel. Ja. Weil WLAN-Kabel gibt nicht. Nee. Du musst da aufpassen. Ja, natürlich muss ich da aufpassen. Ich werde nämlich hier gerade von dem ins Ziel genommen. Und da hat er schon. Aber auf. Ah, Sturm ist Schutzscheiße. Aber auf einer Kabeltrommel. Nach Kabeltrommel kannst du stehen, ja. Was ist denn jetzt schon wieder eine Kabeltrommel? Na, eine Kabeltrommel ist dort, wo ein Kabel drin ist. Habt ihr ein Geschenk geschickt auf Discord? Gern geschehen. Danke. Aber ich bin gerade unterwegs. Ich kann gerade nicht gucken. Darf ich für dich gucken? Nein, das ist mein Geschenk. Nein. Nö. So, habe ich die Basis jetzt endlich mal eingenommen hier? Ich stehe hier nämlich so ein bisschen. Was ist so viel? Bin ich so viel? Ach. Wenn ich wieder gehe? Ja, oh mein Gott. Das ist so viel. So, Gebiet erobert. So, steht da hinten jetzt noch ein Panzer? Ich wusste gar nicht, dass man bei diesem Gott auch Geschenke schicken kann. Ich weiß es auch nicht. Das wusste ich auch nicht. Ist mir auch nö. So, jetzt muss ich hier diesen Basepunkt mal verteidigen. Ah, Madeline, Krümel kann übrigens voll gut eine Schippe ziehen. Ja, hat sie von Mama. Nee. Doch. Alter, ich schwör. Madeline sagt ja mal, man soll die Schippe nach oben machen, sodass kein Regen reinkommt. Und das kann ich nicht. Treffer. Wer besorgt mir einen 180-Winkel? Warum? Ein 180-Grad-Winkel? Warum? 180-Grad-Winkel wird immer schwierig. Hä? Denn ich soll nicht gehen. Okay, dann bleibe ich halt. Na, solange wie aber die Maus. Aber wenn Mausi kräht, dann muss. Ich wollte gerade sagen, solange wie die Maus fluffig ist. Ich habe gerade die Reparatur angefangen. Man nennt einen 180-Grad-Winkel, nennt man übrigens ein Lineal, mein Guter. Was sind denn 180 Grad? Was sind 90 Grad? So. Genau. Und was sind 180 Grad? So. Nee, so.
Ach so. Nö. Wie kann man es dann? Und die Augenbraue kann sie gut hochziehen, ja, auf jeden Fall. Die Augenbraue kann sie richtig gut, aber das hat sie von mir. Ja, das kann. So hat sie mich vorhin auch angeguckt. So richtig. Oder die Tante, ja, nicht nur die Tante. Mich hat sie auch verarscht. Oh, die Tante verarschen, das kann sie überall. Ey, sag mal, der steht da hinten. Du spinnst wohl. Hat sie nicht gemacht. Was hat sie nicht gemacht? Hä? Hat sie nicht gemacht. Doch, hat sie. Da hat er schon wieder den Richtschützen aus. Ich sag mal, der steht 700 Meter weg und schaltet den Richtschützen aus. Doch, doch. Das macht sie. Wenn sie das nächste Mal so ein Schippchen zieht, ich versuche ein Foto zu machen. Toll, sie schippt da vor sich hin und du machst erstmal Foto. Ja, das klappt ja sonst keiner. Abschusshilfe. Kann ja nicht nur Fotos machen, wenn sie pennt. Meistens pennt sie ja. Hallo? Ist der Ladeschütze gerade kaputt? Was ist das hier? Oh, Knutchen, Krümel. Krümel schläft gerade. Aber wenn Krümel wieder wach ist, kriege ich einen Knutsch. Aber ich kann nur hier auf der Stirn einen Knutsch geben. Ja, momentan richtig knutschen dürfen wir so nicht, weil sie heute die Schluckimpfung gekriegt hat. Gegen Rotaviren. Damit sie keinen Brechidurchfall kriegt. Ja. Ist auch wichtig und wir wollen auch, dass das alle kriegt, ne? Ja. 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 Ja, das ist richtig und wichtig. So, ich habe übrigens schon wieder verkackt. Also so richtig. Guck mal, kannst du das auch? Was? Nee, weil die das nicht so lustig ist. Hm? Guck mal, bei mir so. Hopp. Mal gucken, wer gleich auf den Clip-Button drückt. Du vergisst, dass das ins Internet ausgestrahlt wird, Hase. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ich hoffe, dass mich mein Kind niemals im Internet sehen muss. Ach, nein, Herr von und zu, kommen Sie bitte zur Elternversammlung, wir müssen über Ihr Hobby reden. Och nö. Halt, Anhalte. Wo ist der Knaller? Ich hab ihn doch gerade gehabt. Da ist er. Bam. Da. Was sind 180 Grad? Was sind 180 Grad? Das ist der erste. Ja. Ich rede ja vom Grimassenschneiden hier. Der kommt auch gleich. Der kommt auch gleich. Sebe ist ja mal fleißig. Ja, ja. Sebe ist ja fleißig am Machen. So, wir müssten dann mal wieder einen Punkt einnehmen, das wäre schön, weil sonst verkeckeln wir. So, mein Lieber, ich gehe duschen und ins Bett. Ich wünsche dir und dem Chat noch viel Spaß. YOLO, vielen Dank fürs Reinschauen. Tschüss, YOLO. Bis nächste Mal. YOLO auf Kolo. YOLO auf Kolo. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Gute Nächte. Ja, da ist der Bobby und da ist Fox. Guck mal, da stehen sie. Klar, immer gern. Was sagst du immer mit dem Kissen? Möge dein Kissen? Möge dein Kissen auf beiden Seiten angenehm kühl sein. Warum auch immer? Naja, kennst du das nicht im Sommer, wenn die Kissen so warm sind? Wie warm? Wenn die Kissen so. Mann, heiß, warm. So, Gebiet erobert. So. Nice. Schön. Dann werden wir hier mal direkt weiterfahren. Panzer fahren. Weißt du, was ich jetzt lustig gefunden hätte? Bobby hat dich angebumst. Bobby hat mich angebumst? Ja. Ich muss stehen bleiben, es tut mir leid. Da, den Bomber muss ich nämlich holen. Warum bist du jetzt im Flugzeug? Weil ich einen Flugangriff mitgestartet habe. Damit er... Na, weil die Bomber hier... Ihr wolltet Panzer fahren. Na, tun wir ja auch. Es ist ja Luftunterstützung. Nee, du fährst gerade kein Panzer. Nee, tue ich nicht. Nee, du fliegst. Ich weiß. Aufs Maul. Ja, das ist auch richtig. Richtig und wichtig. Du fliegst gleich aufs Maul. Hey, warum bist du denn da unten auch? Na, weil das mein Panzer ist. Ja, genau. Jetzt klemmt die Waffe. Jetzt klemmt die... Damn, die Axt. Ja, du darfst doch das sagen. Du hast doch FSK 18. Ja, trotzdem. Fick dich. Fick dich, MG. Oh. Scheiße. Da hat er mich. So, jetzt, was hab ich denn hier gemacht? Ich hab mich ja hier mal verkantet. Ja, vor zwei Stunden war. Ja, Madeleine kommt immer direkt gleich. Berliner Körer hat einen Clip gemacht. Ja, natürlich. Mann, deine Mikrofons. Meine Mikrofons ist? Mikrofon ist. Ja, dann klappt das doch um. Nein, ich meine die hier unten. Ach so, das sind meine Kopfhörer, aber ist auch okay. Nein, mit Mikrofon. Ach so. Bin ich hängen geblieben. Dass du hängen geblieben bist am Mikrofon? Wer kann das auch? Boah, sind das schon wieder Clips hier. Meine Fresse. Oh nee, da fahr ich jetzt nicht runter. Das wäre ungesund. Das ist egal.
Das wäre dezent ungesund, aber hier ums Eck, weiß ich, steht jemand. Da brennt jemand. Ja, der Deckel, lass ihn doch in Ruhe brennen. So, der da. Bumm. Mach doch bumm. Ja, hab ich ja gerade. Und ich stehe direkt vor der Wumme. Bam. Aber krieg ich doch gleich rein. Und ja, mach ich ja gerade. Ist ja das Schöne, weil er kann nur geradeaus zielen. Auch von mir eine gute Nacht. Ei, gute Kacke. Nacht, Kurz. Schlaf schön. Schön, dass du mal wieder da warst. Gute Nacht. So. Hallo, Ela. Willkommen zurück. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Da kommt Ela die Strecke runter. Runtergebrettert. Tju. Pims. Aus dem Spiel genommen. Nein, ich gehe nicht schlafen. Nee, so, das war er hat auch nur dem YOLO gute Nacht gesagt. So. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Wir obern das Zielgebiet. Ja, ich sehe nur nicht, welches Zielgebiet. Ah. Ich bin auf dem Weg dahin. Der Feind erobert Zielgebiet C. Kann er doch. Wir erobern gerade mit Bobby zusammen, erobern so wir Zielgebiet A. Krank und irgendwer ist hier schon wieder laut im Haus. Ja, das ist ja nicht. Nee, das ist ja nicht neu, dass bei dir inner laut im Haus ist. Bestimmt Schmalki. Nee, Schmalki ist es eigentlich eher weniger. Schmalki ist ja immer ganz lieb. Die schieben sich immer beide die Schuld zu. Bobby startet eine Luftschlacht. Komm, mit dem Bobby will ich mitfahren. Dem Bobby? Ja, in einem Flugzeug? Nee. Er im Bomber und ich als Backup, als Jäger. Gebiet A erobert. Ja, ich stehe quasi mittendrin, statt nur dabei. So. Da muss ich nämlich den Bobby schützen. Was? Ich mach auch mal die Queen, also mich horizontal hinlegen. Jo, mach mal die Queen. Gute Nächte. Und nicht vergessen, Shopping Queen, ne? Der war echt, also das ist echt makaber. Der war schon bitter, aber das Satire darf alles. Böser Junge, ja genau, Ina. Hui, da kommt aber eine Felswand auf mich zu. Find ich auch. Da kam aber schon mal eine Felswand auf mich zu, ne? Du bremst. Ich weiß. Ich verlasse mein Flugzeug. Warum? Weil. Aber Sebe, wir wünschen dir eine gute Nacht. Wollen wir mal was mit trinken? Cool, ich hab hier O-Saft. Oh ja. Hier. Ich sage ja zu gutem O-Saft. Du gutes Schütteln? Ja, klar. Ganzen Tag schon. Ich habe den ganzen Tag schon geschüttelt. Den O-Saft. Ja, den O-Saft, Schatz. Ich weiß, was du meintest. Den ja. Willi. Ja, klar. Unbedingt. Ja. Ich arbeite mit Kindern. Ja. Oh, und? Erforschte Einheit. Mittelschwerer Kampfpanzer. Ich möchte diesen Panzer jetzt kaufen, bitte. Ja. So, das ist bei mir ein Hide hier. Mittlerer Panzer. Ich mag die Mittelpanzer. Mahlzeit. Den gebe ich die jetzt mal ab. Flackerdi. So, wen möchte ich denn als nächstes erforschen? Hier. Hier, danke. Wohl bekommst. Das kann Mausi auch gut. Mhm. Ja. Mausi kann regelmäßig den Dämon beschwören. Oh ja. So, wen hätte ich denn gern? 2,7er ist jetzt... immer größer am Zahn. Hä? Ach ja, im Bacherschal. Also helfen da. Wieder zwei, ein Gedanke, ja. Ja. So, das ist nur ein leichter... Ich bin ganz schön dick. Ja. Du Meister Propper. Nee, Meister Propper bin ich nicht. Nee, du könntest ja mal wieder werden. Könntest du mal wieder werden? Ja. Kurz mal Meister Propper geworden? Ja. Dein Bart hast du auch noch nicht gemacht. Soll ich den jetzt live on stream so? Ja. Ich denke nicht. Und ich fahre. Nein. Ich kann keinen Panzer fahren. So, das hätten wir gerne. Das da. So. In Worten, das da. 2,7er ist okay. Ich will mal kurz den neuen ausprobieren, den J1. Der Rülpser ist ein Magenwind, der nicht den Weg zum Ohrschluch findet. Ich bin dafür, dass Erna mal mitspielt. Gibt's eine Kanalbelohnung? Der macht sich nicht dick, er ist es. Nee, der hat abgenommen. Ja, richtig viel abgenommen, Mike. Ja, ich muss den mästen. Ich messe dich gleich mal. Nee, ich hab mein Gewicht erhalten. Richtig, Ela, richtig. 15.000 Punkte. Damit ich könnte einlösen. Lifehack bei Resident Evil. Du Arschloch. Aua.
Nein. Guck mal, jetzt habe ich ein dickeres Rohr. Also längeres. Das ist länger, aber nicht dicker. Das ist dünner. Auch mit dünnen Rohren. Guck mal, da ist Busch davor. Der hat Busch und ich zerlege hier den Trecker. Trecker, oh, die City mag ich nicht. Er ist ja kein Trecker hier. Was will denn ein Flakpanzer hier? Nee. So. Das sieht aus wie ein Hafengelände. Ja, das ist so eine Art. Wie in Hamburg. So, da ist... Weißt du, in Hamburg? Ja. Ich war schon ein paar Mal in Hamburg, danke. Ich auch einmal. So, wir stellen uns hier an die Kante. Ich war einmal schon in Hamburg. Dann lassen wir uns das mal hier gut gehen. Und nächstes Jahr bin ich wieder am Tag. Und wir lunzen mal ums Eck. Bims! Ohne euch. Da kannst du nicht streamen. So, da habe ich ihn rausgeholt. Nee, das ist wohl richtig. Wenn ich nicht da bin, kannst du nichts drücken. Nee, da passt ja keiner aufs Mäuschen auf. Auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Nee, auf der Reeperbahn bin ich nicht. Nee, also, in der Reeperbahn geht ihr schon, aber ihr geht nicht in die Herbertstraße. Da dürfen wir doch gar nicht. Nee, da dürft ihr nicht rein. In die Herbertstraße. Das ist absolut verboten für Frauen. Und warum? Ich weiß es. Ja, weil dort Prostituierte stehen. Ist nämlich kalt. Da ist Frauenhandel. Ja. Nee. Naja, das älteste Gewerbe der Welt eher. Nimmt man nur Frauenhandel, oder? Nee, Frauenhandel ist was anderes. Hä? Da, die verkaufen ihre Körper. Ja, tun doch die auch. Nee, Frauenhandel ist, du verhandelst die ganze Frau. Die verkaufen nur einen Teil davon. Möglich. Horizontal? Horizontales Gewebe gibt's auch. Nennt sich die Queen. Sag mal. Nein, Horizontalgewerbe, genau. Hast recht. Horizontalgewerbe. Ja, auch horizontales Gewebe. Oh, scheiße, der steht dazwischen. Peng. Bam. Peng. Nicht wegfahren. Ich lade noch nach. Ach, Abschusshilfe, scheiße. Huri. Huri. Horizontal. Huri. Horizontal, das kannte ich auch noch nicht. Das verstehe ich schon. Hm. 15 Mal erst? Ja, warst ja auch eine ganze Zeit lang auf. Ja, und warum? Gelegentlich hast du mal ein Kind gekriegt. Mhm. Der Penner. Oh, im Bock. Der hat ein HI geschossen, der hat panzerbrechende Munition, das ist vorbei. Da siehst du, schlägt ein und... Hat alle Zellen. Kreuzberger Nächte sind lang. Ja, Kreuzberger Nächte sind immer lang. So, dann fahren wir weiter. Kreuzberger Nächte sind lang. Ja, aber im Sommer sind die etwas kürzer. Achso, wegen der Sommerzeit. Ja, meistens. So doof. Ja. Du bist so doof. Bist du dumm oder so? Kannst du nicht dumm bist oder so? Und guck mal, da ist Chat. Ja, ich habe gerne die Überwachung über meinen Stream. Meinst das du? Das ist Stream jetzt? Also Mann, das ist das, was du sollst doch immer deinen Verstand benutzen. Und das ist komm, ich guck die da. Nee, das ist OBS da unten und da oben ist das Twitch Dashboard. Hä? Also das ist das, was die sehen. Sie sehen beides. Aber ja. Es sind ja zwei unterschiedliche Programme. Aber warum? Weil ich das muss. Ich hab das auch nicht, wenn ich gestreamt habe. Ah, der war zu schnell. Scheiße. Der war zu schnell. Der geht nicht. Geh mal nochmal auf. Charity? Charity ist neu. Charity? Da Charity, ist er. Das ist Charity. Charity ist Wohltätigkeit, also für wohltätige Zwecke. Trevor. Ich stehe total offen. Ich stehe hier an der Häuserwand und jeder kann mich hier absimsen. Kann es sein, dass ich dich so ein bisschen ablenke? Bisschen. Soll ich... Bäm. Nö, bleib doch. Bleib ruhig. Das nicht. So, hier schwebt irgendwo noch ein mittelschwerer Panzer rum. Nehmen wir den? Live seit 2 Stunden und 14 Minuten. Ja,
Habe ich ihm die Kette gezogen? Ich habe ihm die Kette gezogen. Haha. Bims! Aus dem Spiel. Oha. Da hat jetzt ihn abgekriegt. Wer war das? Da. Warum steht da 42 Abonnenten von 50 Abo-Punkten? Das sind Abo-Punkte. Also jedes Abo gibt einen Punkt und die werden aber auch wieder zurückgesetzt irgendwann. Aber das ist hier gar nicht in dem Militärdruck. Nee, weil das sind 50 neue Punkte. So, Fox, ich bin dein Backup. Wenn er jetzt vorkommt, kriegt er von uns Ben auf den Sack. Die hat schon 9 Tage und. Kann es sein, dass mein Mäuschen müde ist? Ja, ich bin 24/7 Mami. Ja. Ziege guckt doch schon 3 Tage zu. 3 Tage und 23 Stunden. Der steht da hinten. Ich hab mir gesehen. Ja. Da ist er. 71.650 Toxic Token. Ja, die hat eine Menge. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hab. Wie ist mein Telefon? Ich bin auch laut Telefon AFK. Laut Telefon bist du AFK. Das ja, ich hab ja AFK angeschrieben, weil ich eigentlich gerne rauchen wollte. Ja, stattdessen guckst du mal vorbei, ne? Ja, jetzt bin ich hier. Jetzt bist du hier versandet. Ja. Oh, ich krieg gerade ein Artilleriefeuer ab. Die folgt dir schon seit 2 Monaten. Die folgt mir schon über ein Jahr lang. Schon fast anderthalb. Nee, seit 2 Monaten steht da. Ja, das steht da. Das ist aber auch nur, weil sie auf meine Anweisung hin mal ein Unfollow gemacht hatte, um zu gucken, ob die Alerts funktionieren. Lass mich mal hier hinter die Brücke verkrümeln. Mhm. War jetzt mal hinten rum. Er kann auch Pilot, ja. Nicht richtig, aber von allem ein bisschen was, so nach dem Motto, wa? So, kriegt er hier gerade auf den Zünder? Hey. Da ist er. Hab ich jetzt den Richtschützen ausgestellt? Das finde ich beim Panzerfahren immer voll doof. Kann nicht so schnell hintereinander schießen. Nee, es gibt Flakpanzer, die können das. Habe ich den Richtschützen ausgestellt? Oh, da habe ich auf den Sack gekriegt. Da ist er auf Platz 4. Ja, der Ladeschütze ist außer Funktion. Scheiße. Weil er abgeschossen wurde. Er ist quasi hinfört. Das hat mich schon. Ich habe das ja auch mal auf dem Handy gespielt. Das ist das Blitz, was man auf dem Handy. Ja, genau. Das ist die mobile Variante. Ach, scheiße. Er ist genau durch den Turm durch. Ah, kacke. Und da hat mich das auch so gestört, dass ich nicht so. Ja, habe ich jetzt verrissen? Nee, einen habe ich noch. Einen habe ich noch. 3J ist der Rang 1 und der ist auch Rang 1. Die gefolgt dir schon seit 4 Monaten. Ja, die sind alle so fleißig, ja. So tolle Community. Ja. So, was hat der? 5 cm Kanone? Der hat auch eine 5 cm. Nee, der hat die 7,5. Mit den Points kann man nur slotten, richtig? Richtig. Mit den Points kann man nur slotten. Also, ich wollte da jetzt nicht allzu viel drin machen. Einfach aus dem Grund, wenn du zu viel drin hast, das überlebt dein Stream. So, Luftschlacht. Einer gegen 2. Auf Leerstaste hast du im Notfall noch einen MG. Oh. Geil, das wusste ich gar nicht. Richtig. Da hat er jetzt richtig gefailt. Ich wusste das mit dem. Mit 5 cm kannst du ja gut um. Ach, nee. Es sind keine 5, es sind 7,5. Das möchte ich hiermit festhalten. Jeder Zentimeter zählt, oder wie? Jeder Zentimeter zählt. So, den Bomber konnte ich jetzt natürlich. Nicht, du sagst nichts? Nee. Warum nicht? Du bist doch quasi Live-Intendantin. Wann bin ich? Live-Intendantin. Was? Nee, mittendrin standen wir dabei. Oh. Aha. Stufe 3 Panzer? Ach, Stufe! Stufe 3. Mann, du beißt doch mal ins Gras. Ich hab hier kein Gras, tu mir leid. Nee, du sollst nicht ins Gras beißen. Stufe 3 Panzer kannst du mal forschen. Kurzes Stummelrohr, aber bums ordentlich, wenn du trittst. Ja, den Stuck 3 Panzer, ja. Wende drin. Stufe 3. Nee, Stuck 3 heißt der. Der heißt wirklich Stuck 3. Achso, ich dachte, ich habe ihn verlesen. Nee, also der heißt wirklich Stuck 3. Ich möchte eigentlich noch überleben, das wäre ganz schön. Hurra! Ja, ist ja gut, ich habe verstanden, dass es Stuck 3 heißt. Ja, doch. Du müsst mich ja nicht gleich anschreiben. Schreib mich nicht an, ich bin sensibel. War verschüttet, nicht lange, aber tief. Sag mal, haben wir jetzt alle 3 Gebiete abgegeben? Ist das peinlich. Shame on your Grabstein. Ich hab noch keinen Grabstein. Na, später dann. Dann kann ich mich hier nicht um. Wie macht's? Dann kann ich mich auch nicht mehr schämen. Nee. Nicht du sollst dich schämen, sondern schäme an den Grabstein. Der Grabstein soll sich schämen. Das ist ein Stein. Ein Stein kann sich nicht schämen. Du hast du eine Ahnung. Es sei denn, er steht in der Ecke. Es sei denn, er steht in der Ecke und guckt. Was ist denn eigentlich mit Redegard?
Hildegard liegt neben mir. Hildegard! Ich habe übrigens, ich weiß nicht, ob du es vorhin mitgekriegt hast, Cindy hatte gesagt, sie würde sich ja so einen Sound wünschen. Ja. Für Hildegard. Habe ich doch reingeschrieben, gibt's bestimmt bei YouTube. Bock! Bock! Oh, oh, oh. Und dann hat Fox reingeschrieben, dass er das machen würde. Ach ja, genau. Und dann hat Cindy gesagt, aber sonst. Hier gibt's nichts umsonst. Und hast du gesagt? Nein, der war doch noch da. Warum? Doch, hast du gesagt? Ja, räusper, immer noch. Discord, ja, alles klar. Du solltest jetzt mal schauen. Ach nee, scheiße. Ach. Du bist tot. Nee, ich bin gar nicht tot. Ich hab nur verkackt. Ja, wo ist der Unterschied? Ja, wo ist der Unterschied? Das war's gleich. Ach, nüffel mir doch die Nase. Heini, euch zwei wieder so glücklich zu sehen. Ja, wir sind immer glücklich. Da steht nicht glücklich, da steht lustig. Lesen kannst du auch nicht. Nö. Aber sie meint bestimmt auch glücklich. Hast du ein Schwein, das Sebe schon weg ist? Der hätte jetzt sofort aufs Klippen gedrückt. Nee, kann er ja nicht. Der muss immer ein bisschen warten beim Klippen. Ja, ja. Ja, ja. Da steht lustig. Ja, aber sie meint bestimmt auch glücklich. Guck. Huch. War schon vorher so. Nur guck bei Discord. Meine Güte, mach mich doch nicht irre. Ich möchte auch sehen. Bitte schön, Spoiler. Bitte Gott. Ich muss mal ein VLC öffnen. Ja, cool. Richtig cool. Nehmen wir. Sehr geil. Entschuldigung. Kannst du mal aufhören, meinen Stuhl da hinten zu ziehen? Hat das jetzt eigentlich jeder gehört von euch? Ich hab's gehört. Nein. Doch. Oh. Hildegard, hast du es auch gehört? Jo. Hildegard schläft. Hildegard pennt. Ela hat es nicht gehört. So, sind die jetzt ready? Ela hat das nicht gehört. Ich werde das jetzt nicht mehr. Nein, es ist. Danke. Du hast den rechten. Das ist die linke. Mal. Ich habe Links-Rechts-Schwäche. Alter. Ich habe eine Links-Rechts-Schwäche. Das entschuldigt nicht. Doch. Du Ela, du. Schmull. Woher hat er. Aui, die beißt. So, Fox, was ist los? Wollen wir noch eine Runde oder was? Oder was? Du hast Sabbat. Ja. Nö. Ach, jetzt ist er. Jetzt hier. Ready. Ey. Ich bin nicht, ey. Ich hab noch die Boynies angemacht, ne? Ja. Kam nichts anderes. Hildegard. Ach nee, Quatsch. Die heißen ja nicht Hildegard. Estefania heißen die. Estefania. 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 Bildschirmfania. Und Serafina und so. Alle mit. Ja, ja. Samantha. Peter. Das ist ein Horst, Alter. Musst du die Reaktion von euch sehen? Hä? Nein. Hä? Nein, und Serafina und Peter haben doch Zwillinge bekommen, ne? Alter, das sind richtige Klopper, Junge. Das sind... Kannst du das bitte buchstabieren? Wie kann man nicht? Kann man nicht. So, wo noch fahr ein Clip. Warum fahr ich denn jetzt lang? Warum fahr ich denn jetzt lang, Alter? Weiß ich nicht, warum du da lang kommst. Nee, der hat mich irgendwie andersrum gedreht. Das sind richtige Propper. Propperses? Ja. Was fährt er denn eigentlich? Fährt er jetzt Stuck, oder? Wer fährt Stuck? Nee, Bobby fährt einen Marder. Marder? Ja, Marder-Panzer. Marder 3 Panzer. Marder ist doch ein Tier. Da guck, da fährt Bobby und das ist die Stuck 3. Das ist so. Der ist ja voll platt. Ja, Fox hat so ein Stummelröhrchen. Ja, Bobby muss immer stehen mit seinem langen Rohr. Aber hier, Bobby hat ein langes Rohr. Ja, Bobby steht mit seinem langen Rohr. Na, guck doch. Ja, hab ich doch gesehen. So, jetzt suche ich mir mal was hier oben. Und dann möchte ich mal ein bisschen stänkern. Bäm, rausgenommen. Nee, auf den Stein wird das nicht. So, Bobby steht nebenan. Ja, ich. Wie geht denn das, dass man jemand Bestimmtes ein Abo geben kann? Du musst den Namen anklicken. Ja. An
dann auf Abo verschenken gehen. Ne? Genau. Oder du gehst hier auf Abo verschenken nach dem Motto. Und dann steht da einen bestimmten Zuschauer und den musst du, da musst du dann den Namen eingeben. Warum? Nein, ich hab nicht. Warum? Ich hab nur gefragt. Was für ein Freund? Gibt niemanden ein Abo. Okay. Dafür ist Sebel zuständig. Mal. Ich hab nie so viel Geld. Ich hab nie so viel Geld. So, seit 2 Stunden 24. Warte, habe ich nur eine halbe Stunde? Oh mein Gott. Nochmal verlängern. Nochmal verlängern geht nicht. Jetzt muss ich mich hier mal ein bisschen drum schummeln. Oh, da hinten kommt... Wie die Queen rübertragen. Egal, wie du fährst, Züge fahren Güter. Hm. Ach so. Der kommt da hinten, den sehe ich schon. Da ist ein Jagdpanzer. Ja, warum ist eigentlich ihr Thermometer hier? Weiß ich nicht. Was hast du hier geräumt am Montag? Das kann durchaus sein. Der Jagdpanzer steht schon da oben. Was ist violett und sitzt in der Küche ganz vorne? Eine Frombeere. Sieht unbeschädigt, aber jetzt habe ich es schon zumindest schon mal getriggert. Eine Frombeere. Na, eigentlich heißt das Ding Brombeere. Aber was hat es mit der Weißt du was, hä? Ja, dann lass es mit der Kirche so tun. Den Mal stand ich schon auf dich. Woher? Ja, woher? Wo hast du das denn her? Vom Flur. Das würde ich vielleicht nicht trinken. Warum? Weil er bereits 3 Tage alt ist. Iiii. Ja, und du würdest das auch eiskalt noch saufen, ey. Ja. Ellie, isst verschimmeltes Brot, trinkt abgestandenes Wasser. Ja, warum, wenn das da das, was dein Wasser, warum kippst du das nicht weg? Weil ich noch nicht dazu kam. Das ist schwarz-weiß und springt durch die Gegend. Ein Springuin. Ein Springuin? Ja, ein Springuin. Da ist er. Was dich nicht umbringt, macht Erna stärker. Wohl wahr. Der hat einen Sherman-Panzer. Außerdem war das Brot nicht verschimmelt. Ach, woher willst du das wissen? Weil meine 2 Scheiben keine Stellen hatten. Da ist einer reingesnatcht. Oh, ich leg mich gerade mit dem Sherman. Ah! Gut. Ja. Das ist orange und geht spazieren. Eine Wanderine. Manila will auch mal einen Witz erzählen. Du versaust immer ihre Pointe. Ihre Pointe. Lara sitzt. Was? Ja, lies ruhig vor. Lara sitzt am Montagmorgen im Schulunterricht. Sie meldet sich und fragt ihren Lehrer. Herr Meier, kann man eigentlich für etwas bestraft werden, was man nicht gut... Was? Oh, komm ich doch wieder meine Brille. Was man nicht gemacht hat. Der Lehrer antwortet Lara natürlich nicht, das wäre ja ungerecht. Daraufhin sagt sie erleichtert, prima, ich habe nämlich meine Hausaufgaben nicht gemacht. J.J.Reich, setz mal die Mütze auf. Haha, die musst du dir hier verdienen. Hallo. Hallo. Ich bin die Olle Erna. Hallo, ich bin die Olle Erna. Komm vielleicht öfter. Ich komm vielleicht öfter, wenn das Mausi uns lässt. Ja. Ne? Die Mütze muss man sich verdienen. Der steht hier unten, der Penner. Die stehen beide hier unten. Ah. Weißt du, was ich gerade gelesen habe? Pures Met. Pures Met? Ja, aber da steht Pure Mac. Na, Pures Met ist... Oh, der Richtschütze hat verkackt. Erzähl mir möchte, dass du Snakehead aufsetzt. Na, wenn's de sein muss, Kalaling. Richtig. Doch, die habe ich richtig auf. Wieso? Der Schwanz war nicht richtig. Ja, der Schwanz ist nie richtig. Hast du meine Mail erhalten vorhin? Was? Wer? Ich? Glaubst du, ich checke hier abends um 20 Uhr noch Mails? Ich glaube nicht. Es ist 21.23 Uhr. Ja, ich weiß. Nein, ich habe keine Mails gecheckt. Irre. So, wir probieren es jetzt einfach mal nochmal. Ja, Scheiße, jetzt bin ich beim falschen Punkt rausgespawnt. Hat er verkackt? Achso, du meintest J-Reich. Ja. Ist es. Ich werde jetzt nicht. Nein, ja. Unsere Identitäten sind geheim. Aber wenn Ela ihn kennt, kann das ja nur der.
Er der Dings, der. Der sein. Der. Der. Aber nun nicht der. Na der. Sondern der. Der eine. Blickst du da überhaupt gerade noch selber durch, wen du meinst? Ja. Echt? Ja. Ich nehme mich nicht. Das ist nicht schlimm. Das ist okay. Der Stuhl knarzt. Ja, gelegentlich tut er das. Nein, ich meine mein Stuhl. Häng. Gut. Scheiße. Ein Arbeitskollege bestimmt. Ja. Hm, wie kann das denn sein? Ja, ist wieder ein Arbeitskollege. Warum machst du tü-tü-tü? Weil ich hier den Folder habe, also den Ordner dafür und dann hier reingehe. Ah. Ah. Bobby. So, ich kann nicht mehr. Warum steht bei Bobby eine 1? Hä? Ja. First. Weil er, einer mit der Mitbegründer ist. Nee. Doch. Nee. Er hat Bobby als. Er hat als. Bobby kam ja später. Nee, Bobby hat aber als einer der ersten ein eigenes Abo gesponsert. An wen denn? An sich selber. Ach so, weil er mit Prime. Ja. Ach so. Deswegen hat er den Start. Deswegen hat Edler das auch. Richtig. Aha. Richtig. Und die zählen halt zu den Gründern. Und die Gründer, die haben so ein. Geil. Warum hat das Sebe nicht? Sebe hat's auch. Er ist nur gerade offline. Oh Mann. Sebe, aufstehen. Sebe. Nö. 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 Ja, das Ding fang. Guck mal, da sagt einer Dankeschön. Ja, danke. Augen auf die Karte. Nein, da, in dem Chat. Ja, danke. Augen auf die Karte. Ja, ich muss mich mal ein bisschen hinsetzen. Die Frage ist, wieso ich das nicht habe. Weil du kein Abo gelegt hast. Oder keins bekommen. Nee, wenn du eins bekommen hast, kriegst du es, glaube ich, nicht. Er hat gar keins. Aber er ist ja auch, du hast ja vorhin gesehen, die erste Chatnachricht, der ist das erste Mal drin. Er hat gesagt, er ist so neugierig, der will unbedingt... Samstag wiederkommen. Samstag machen wir auch Tanks, War Thunder, Warships oder Joker Game. Was ist im September Joker Game? Assassin's Creed. Wow. Ja genau, Assassin's Creed ist es im September und im Oktober... Egal. Im Oktober Resident Evil. Mhm, da darf der da mal der. Sponsored bei. Sponsored bei ihr da. Da darf der Kackstift vor Angst schon mal. Eins nochmal. Hab den Ton noch zu leise wegen Mosi. Warum habe ich die eins nochmal? Du bist eins der Gründer mit, Gründermitglieder von diesem Kanal. Ja, man bekommt es nur, wenn man es sich selber schenkt. Wenn man es sich selber macht, ne? Ja. Ja, okay. Wenn man es sich selber macht. So, wir haben es 21:07. Also ja, ich weiß nicht, wollen wir einfach mal kurz den Counter einstellen und kurz mal rauchen gehen? Kann Raik auch mal ein paar Dinge. Genau. Ich würde jetzt mal die Pause-Szene einschalten. Und wir sehen uns in 5 Minuten. Wie nennt man das? Clips. Ja, genau. Ja, wir sehen uns in 5 Minuten wieder. Ja? Timer für die Mütze wird angehalten, wird weiter aufgesetzt. Bis gleich. So, jetzt siehst du aus wie eine Niki? Hä? Hä? Sprachen lernen, Bubble. Ja. Und ganz ehrlich, dieser gesamte Kanal, der lebt von euch. Also alles, was ich hier mache, mache ich nur wegen euch. Weil ich Bock drauf hab. Ich Bock hab, mich zum Apfel zu machen. Ja, wir haben so viele geile Mitglieder. Wir haben den Sebe, wir haben die Ilarin, wir haben die Cindy, wir haben Erna, wir haben den Max, wir haben die Ziege, der, die, das Ziege, der Paprika übrigens. Wir haben den Schmeiki, wir haben den Timmy haben wir auch mit drin. Wir haben die Witch Queen Witch haben wir mit drin. Es sind so viele tolle Leute, die aus diesem Kanal das gemacht haben, was er heute ist. Ja. Und wo ich gesagt habe, für euch gebe ich mir Mühe. Mitglieder und ich kann's nicht sagen. Ich weiß genau, was du sagen willst. Aber ey, guck mal auf Tacho. So spät ist, was? Ja, also schön ist anders. Ja, draußen ist schön. Ach stimmt, du wartest nicht klein anfangs. Du wartest gleich hier. In Henningsdorf? Ich denke, die ist in Berlin. Ja. Eine weitere ehemalige Kollegin kommt auch mit Kind und Mann. Na, ich weiß schon, wer es ist. Ah.
Hm? Nee. Doch. Nee. Doch. Hä? Ja, genau die. Der hat aber Spaß da. Der hat Spaß. Ja, doch. So, ich mache mir. Ich fange halt von vorne an. Soll ich ihn hauen für euch? Nein! Boah, spinn's wohl. So. Inventar, fange ich mit dem Steinmesser an. So, also hier. Hier habe ich auf jeden Fall was zu trinken. Das sieht echt komisch aus mit diesem roten Ding da hinten. Das ist irgendwie so ein Ding halt. Keine Ahnung. Man muss ich gar noch weiterlaufen lassen. Der Timer für die Sonnenbrille. So. Was für eine Schildkröte. Ach, sag mal weiter. Ich höre von hinten nur so uff, 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 uff. Jetzt glaube ich dir, dass es anstrengend ist. Hab du mal Bauch und Rücken gleichzeitig? Nein, danke. Ja, sehr gern. So, The Grauen has returned. Ja, Timer läuft weiter. Wer ist denn rausgegangen? Bobby ist rausgegangen. Ich wechsle mal das Game. Jo, alles klar, aber danke fürs Mitspielen. So, Fox, ich wäre wieder soweit. Wenn du willst, können wir gerne noch eine Runde Panthern. Ich höre es. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Ah, er ist Readi. Da bin ich. Jo, Bobby ist mal rausgegangen aus dem Game. Der macht mal anderes Game. Aber so zwei, drei. Was Mausi gerade gemacht hat? Weil liegt der auf dem Rücken und hat gerade ihren Arsch so. Tja, von mir hat sie das nicht. Hä? Nee, Quatsch. Da klickt man einmal irgendwo hin. So, wir warten und wir warten, die Schlacht beginnt. Da, 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 da. So. Wenn wir dann aber ins Bett gehen, musst du mich dran erinnern, dass ich den Zopf rausnehme. Ja, auf jeden Fall, sonst hast du morgen wieder Schädel. Genau. So, der Fertigstück 3. So, dann nehmen wir gleich den dicken hier. Was hat er denn da? 2,5 Kilo? 1,2 Kilo. Kaliber 50. So. Halbe Tütchen haben wir noch, wa? Wir könnten uns auch während Games reden bezüglich Taktiken, wenn es genehm ist. Habe ich schon versucht, aber wenn ich live on stage bin, kriege ich Erinnerung zum vom Schlafen rausnehmen. Ich kriege es leider nicht hin, weil ich zwei Mikrofone eingebunden habe in den Stream-PC. Und das Signal über drei Kanäle verteilt werden muss. Und ich habe kein Audio-Interface. Ich bräuchte dafür ein Audio-Interface, um einzelne Kanäle abregeln zu können. Da kommt Windows einfach an seine Grenzen. Also momentan, um das jetzt mal in Relation zu setzen, habe ich vier Kameras und zwei Mikrofone an meinem Stream-PC. Und da selbst da kommt Windows manchmal schon an seine Grenzen und verhakt sich ein bisschen. Hui. Die Mütze ist schief. Lass die Mütze doch schief sein. So, da oben kommt ein Panzerjäger. Stelle ich mich mal hier an den Busch. Da ist er. Baby, hilft dir Voice Meter. Voice Meter, ich habe mal gelesen über Voice Meter. Mittlerweile sehe ich nichts mehr. Auch gut. Genau, also über VoiceMeter habe ich gelesen, aber das Problem ist, VoiceMeter regelt über einen PC sehr gut, aber der hier muss über zwei PCs regeln. Das ist die Scheiße da dran. Ja, und dafür bräuchte ich ein digitales Audio-Interface, was ich über USB anschließe, wo ich einzelne Kanäle einspeisen kann. Aber das ist mir persönlich etwas teuer momentan. Und ich habe ja gesagt, zu Weihnachten will ich sowas nicht haben. Was möchte ich zu Weihnachten? Ein Stuhl. Ein Stuhl. Ein neuen, richtig. Juhu, dann sind wir jetzt mal bei knapp 39 Grad. Das wird eine fetzige Nacht. Oh, scheiße. Bei Lea. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Ja, wenn die jetzt pennt, lass die pennen. Solange wie die friedlich ist, lass die schlafen. Ja, ich gehe morgen in die Apo und hole alles.
das war das Rezept nicht vergessen. Nee, das nehme ich gleich mit. Diesmal ist es ein rotes Rezept. Ja, genau, das ist 5 Euro Zuzahlung und Feierabend. So, der steht da. Der steht hier hinterm Berg. Aber bleib bei einem Strich. Bleib bei einem Strich, ja. Oh, nee. Hat ihn halt nicht mehr erwischt. Ja, jetzt glaube ich, dass sie nicht schlafen kann. Dann tut ihr das bestimmt, also tun ja auch bestimmt die Knochen weh. Das kenne ich. Ja, garantiert. Bei meiner, wo ich in der Schwangerschaft habe ich ja Grippeschutz und Corona, zweite Impfung bekommen. Und da hatte ich dann auch richtig übel Fieber bekommen, ne? In der Nacht. Ja. Und hat so die Gelenke weh. Das ging gar nicht. Ach, schön von unten in die Kette gezogen. Ach, scheiße. Ich wusste nicht, wie ich liegen wollte. Ne? Das war grauwarm. Ich habe nur noch Rang 1 Panzer, das ist scheiße. Da hilft auch kein Kühlakku. Nee, da hilft nichts mehr. Da ist nur durch. So, Augen zu und durch. Genau, dann nehme ich mal die 7,5 cm nochmal. Die sollte morgen zur Tetanus. Nee, das solltest du jetzt. Ah, ich wurde vom Bomber abgeschossen. Siehst du, deswegen wurde wahrscheinlich morgen sie auch abgeräuscht, um zu gucken. Ja, ob sie da irgendwas hat. Ob sie irgendwas hat. So, kannst du mal bitte den Berg hochfahren und ein bisschen schneller? So, und der hat mir jetzt ein Sturmgeschütz 3 Ausführungen. Ah, der hat einen Panzerjäger. Das ist so ein One-Shot-Ding. So, da hinten steht er irgendwo. Feuern wir mal blind drin. Da ist er. Ei. Der hat ihn abgekriegt. Also Cindy, wir haben übrigens Rezept bekommen für Zäpfchen, ne? Da hatten wir ja eigentlich drüber gesprochen und auch uns mal schlau gemacht, dass es ja eigentlich erst ab 3 Monate oder so geht. Aber wir haben trotzdem welche bekommen. So. Aber manchmal bin ich auch der Meinung, manchmal muss man die einfach auch fiebern lassen. Ja. Aber es ist ja wichtig. Wenn man merkt, dass die sich nicht wenn die sich nur noch quält, nee, dann ist klar, ne? Aber manchmal muss man auch ein bisschen lassen. So, da steht noch ein Mitteltank. Der steht hier ums Eck. Wenn wir schnell genug sind, dann fahren wir nicht in seine Spuren. Jetzt ist er weg. Ivo Flam habe ich für sie, aber erstmal warte ich noch etwas. Ja, auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall auch von uns gute Besserungen an sie. Ja. Das ist schon. Ja. Das ist 39 Fieber. Ich weiß, wie man sich mit 39 Fieber fühlt. Das ist schon echt scheiße. Das ist nicht schön, ja. Oh, guck an, hier gibt es sowas nicht bei Säugling. Ja, wie gesagt, ich hätte damit auch nicht gerechnet, dass sie ihr Zäpfchen bekommt. Weil ja laut Internet eigentlich auch drin steht, erst ab 3 Monate oder irgendwie so, ne? Aber musste gar nicht nachfragen, hast du gleich so. Ja, aber das ist da. War ich erstmal so. Ja, okay. So, da oben ist der Panzerjäger und da steht noch ein Mitteltank. Aber sie hat gleich gesagt, ich soll das erst nehmen, wenn so 38,5 ist. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn so Kotzgrenze ist, ne? Ja, 38,5 ist so die Grenze zwischen erhöhte Temperatur und Fieber, glaube ich. Man korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich bin ja kein medizinisch-technischer Assistent. Und ein Arzt erst recht nicht. So, wo ist... Nee, ich glaube, Marlene hatte mir mal gesagt, 37,5 ist erhöhte Temperatur. Genau, und ab 38... Und ab 38 ist Fieber bei denen. Ja, wo sind die denn hin? Richtig. Richtig. Wo sind die denn hin? Selbstregeneration. Ja, Selbstregeneration ist das Beste, wo du kriegen kannst. Und Fieber ist immer ein Zeichen, dass der Körper auch Antikörper hat. Dass der arbeitet. Nee, da habe ich erst bei 39,5 was gegeben. Ja, bei 39,5, das ist dann schon so Brechgrenze. Das ist echt. Apropos Brechgrenze, der Baum steht im Weg. 0,08. Oh, der steht direkt hinterm Berg, der kleine Schlingel, der. Der steht direkt hinterm Berg. Aber Nele war das ja auch immer so ein Hin und Her mit dem Fieber. Ja. Einen Tag hatte sie das, den nächsten Tag dann wieder nicht. Ich auch, da haben wir noch was. Ja. Achtung, da liegt eine Bombe. Zurück. Jawohl.
So, jetzt sind wir hier am Spawnpunkt von den Gegnern. Falls die jetzt hier noch rauskommen. Geh mal weg da. Geh doch mal weg, du Otto. So, wenn hier noch einer rauskommt, kriegt er gleich auf die Mütze. Aber das schafft er nicht mehr. Zielgebiet A erobert er. Ja, 3 Tage auf und ab, ja. Mission erfolgreich. Eigener Platz 14. Yay, verkackt. So, 10 Minuten sind auch wieder rum. Oh. Wie macht's? So, da habe ich jetzt nicht viel Forschungspunkte gekriegt. Nicht viel, nicht viel. Siehste, ich werde das ab dem nächsten Stream mal reinschreiben, vorne in den Titel Mitspielen erwünscht. Sonst müssen die hier mal im Chat fragen. Weißt du, was ich meine? Ich spiele ja gerne mit den Leuten so zusammen. Ja, aber ja, kann sie machen, aber einige lesen das ja meistens nicht. Die kommen einfach dann. Also lesen einfach nur, was gespielt wird. Ja, ja, und gehen dann rein. So, ich gehe mal kurz Besatzung checken. Ja, kann sie machen. Ist ja dein Stream. Ja, ist ja richtig. Also, Il-Kommandant, oh, der hat ja hier richtig versiebt. Richtschütze, Vitalität, nicht immer gleich ins Gras beißen. So, dann hier der Panzer 3J, der muss noch ausgebildet werden. Oh, 10.000, so, Schnäppchen. So, Richtschütze, Kommandant, Bunker, MG-Schütze, Fahrer. Jo. So, hier, der hat richtig raufgesetzt. Ja, das glaube ich, dass sie sich gefreut hat, wieder zur Schule zu gehen. Ja, klar. War für sie auch immer gut. Zielfindung. Hat er ja noch was? Scharfe Sicht, jawohl. Und solange sich die Schule nicht beschwert hat wegen dem Husten. Ja, nein. Das wäre ja noch schöner. Ja, so, Richtschütze. Feldreparatur. So. Er ist Readi, ich auch. Was macht ihr heute eigentlich noch so alle ab 22 Uhr? Schlafen. Und sie so schlafen. Um 2 kommt das Kind wieder. Um 2 kommt das Kind und das kommt sehr laut. Na, leise kann sie nicht. Doch. So, wir gehen mal mit mittelschweren Panzer rein. Ela wird auch schlafen. Ela wird auch schlafen. Na, ich werde noch ein bisschen. Paul hat heute. Was? Paul nicht, er hat heute Morgen gebockt. Oh. Ja. Weiter zocken, hab noch frei bis 1.10. Warum in Anführungszeichen frei? Möchtest du uns an deiner teilhaben lassen? Ah, Bobby zockt noch New World. Ja, Bobby. Zocke dich gesund, möchte ich hiermit besagen. Ne? Man soll das machen, was einem Spaß macht und was der gesundheitlich zuträglich ist. Weil ich so gesehen arbeitslos bin. Oh, das tut mir leid. Was heißt denn so gesehen? Das klingt, also wenn ich das so von mir aus äußern darf, das klingt so, als ob sein Arbeitgeber ein leichtes Ärschle ist und ihm die Kündigung reingedrückt hat. So klingt das. Also ich will mich nicht aus dem Fenster nehmen, ne? Das geht mich auch nichts an. Ja, ist auch kalt. Was? Oh, oh, wow. Da hat sie mal einen Move gemacht. Ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen. Nee, ist auch kalt. Geiler Move. Bam. Bis zum 15.09. war ich am Arbeiten und mein neuer Job sollte am 19.09. beginnen. Aber aufgrund Personalproblemen nun erst das Winter. Nee, aber ja, mein Chef ist ein kleines A. Oh, das ist mies. Das ist echt mies. Das ist mies, weil dann hast du ja einen halben Monat kein Gehalt, ne? Also man kann über Ämter so ein bisschen Übergangsgeld beantragen, aber bis die aus dem Käse kommen. Das dauert. So, Zielgebiet B wurde erobert. Jetzt suche ich mir erstmal einen Punkt. Ich hab ihm die Kündigung gedrückt, ja. Wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert dann muss er halt, dann muss er halt aufs Brett kacken. Ne? Aber ist halt so, man muss sich auch nicht verarschen lassen. So, jetzt brauche ich mal einen Punkt, wo ich setzen kann. Aber ja, er hat es doch auf mich abgesehen gehabt. Ja gut. Dann lieber mit Pauken und Trompeten gehen. Und sich einen Job raussuchen, wo man glücklich wird. Wer in seinem Job nicht glücklich ist, der hat auch eigentlich auch nichts zu suchen. Ne? Also ich sehe so viele Leute, die irgendwie bei Rewe an der Kasse und die würden halt gerne irgendwas anderes machen. Und du merkst ihn halt an, so die haben keinen Bock. Der rauscht hier lang. Bei unserem Rewe, die wollen immer nicht die Kasse 1 machen. Nee, die wollen keine Kasse 1 machen. Ich komme hier nicht hoch. So verdammte Kacke. Na, hab ich mich erschrocken, scheiße. Wo kam der denn her? Oh. Oha, der hat
von der Hälfte vom Spielfeld geschossen. Boah, die Kette getroffen, ne? Der hat durch. Das war ein Panzerjäger. Der Panzerjäger, die simsen einfach durch und dann ist Ruhe. Also Panzerjäger, die machen Autsch. Da war ich auch unvorsichtig. Jetzt unvorsichtig habe ich mich in eine Deckungslücke begeben. Nur guck auf die Karte. Ja, tu ich ja. Ich arbeite mit der Minimap tatsächlich. Also auf der Minimap sitzt du quasi gerade, aber das ist nicht schlimm. Nein, ach, bleib doch sitzen. Die Zuschauer freuen sich auch, dich zu sehen. So, die sitzen alle hinter den Felsen. Ich hab doch da unten auch eine Minimap. Ja, ich hab die, aber die Zuschauer sehen das nicht. Der steht hinterm Berg. Wenn ich euch im Bild sitze, müsst ihr das sagen. Nein, das ist alt Tutti. Da ist er. Meine Hose ist wieder im Schrank. Daneben. Das freut mich. Schön, dass ich kann meine Sachen einfach bei euch liegen lassen. Passt keiner rein. Zerstört. So, da kommt der nächste. Ein bisschen cheaten. Da ist er. Ach, zu langsam. Wo ist er? Da. Aufpassen, dass ich hier nicht zu weiteren fahre. Ah, der kommt hinten rum. Wa? Wo ist der? Wo ist der Penner? Da ist er. Danke. Okay. Einer ist besser als die Map. Oh, danke, Bobby. Ja, siehst du. Oh. Die sind so lieb. Ja. Hier steht irgendwo ein Panzerjäger rum. Das ist ganz, ganz blöd. Der steht hier hinter dem. Der steht hier hinter. Stimmt, mein das Handbürste ist auch noch Porsche. Mensch, ist ja praktisch. Ah, daneben. Als weg hier von zwei Seiten malträtiert, ist doch scheiße. So, der ist schon mal aber raus. Gut, wenn ich dann mal doch wieder länger bleibe, dann hab ich gleich den Tank. Ah, das ist ein. Scheiße, ich stehe offen. Nein! Ah, doch, du Otto! Ah! Ach, Kacke. Ist eine Hose und eine Zahnbürste bei euch. Yay! Brauchst nicht so viel mitschleppen. Immer gut, ne? Eine Hose und eine Zahnbürste weniger. Alter, du bist wieder drin. Und 15 Clips. Waren schon vorher Clips. Ja. 8 Stück oder so. So, ich nehme jetzt mein kurzes, dickes nee. Rohr. Doch. Nee. Na aber. Nee. Na aber. Hm, stimmt wirklich. So, verkacken wir jetzt. In echt. So, Punkt B wird erobert. Wenn wir den noch haben, das wäre geil. Dann wage ich mich jetzt nicht so weit vor, sondern fahre auf Punkt B zu. Hab hier aber so einen langsamen Schleich. Wo bist du denn auf der Minimap? Ich sehe dich gerade. Hier unten. Hier bin ich. Ach da, der gelbe Pfeil. Der quasi mit dem Dings. Eine Hose, eine Schlüppi und eine Zahnbürste. Ja, ist doch gut. Ja. Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm. Ja, genau. So. Zahnbürsten machen sich übrigens auch fantastisch im Haar aus dem Afro. Ela. Hui, schäm dich. So, den. Alles, was man braucht, ja. Eine Hose, ein Schlüppi und eine Zahnbürste. Alles, ja. Was man braucht. Unfassbar ekelhaft. Ja, hui, ja. Da hast du voll recht. Oh, Scheiße, die stehen ja zu zweit. Muss ich aufpassen, jetzt muss ich mir hier ein bisschen hinterm Haus verschanzen. Und gucken, wo die sind. Oh, die stehen zu dritt da. Verdammte Axt. Ist jemand rein zufällig, wie das Wetter morgen wird? So eine völlige Random-Frage gerade. Dazu. Ach, dazu nutze ich aber nur alte Zahnbürste. Ja, davon sind wir jetzt auch alle ausgegangen. Ja, hoffentlich. Ansonsten hofft man wahrscheinlich, dass man nie eine Zahnbürste bei dir stehen lässt. Da ist ein Volk. Einen halt ihm noch mit ihm. Oh, das ist ein T-50. Der war. Du Uf da. Den muss ich mir fernhalten. So, jetzt müssen wir mal gucken. Der kommt hier rum. Ah! Dreh. Da ist er. Das sehe ich ja jetzt erst. Bobby und Ela haben die gleiche Farbe. Ja, die haben sich das so ausgesucht. Sind beide lila. Bleib stehen.
Cheat. Ja, nun komm schon. Wo ist er? Der ist noch nicht weit weg. Der steht da unten, ich weiß das. So, dann mache ich jetzt hier mal die Fahrzeugreparatur. Der erobert das Zielgebiet A. Macht nichts. Macht nichts. Ist überhaupt nicht schlimm. Lila ist der letzte Versuch. Oh, da unten steht eine. Oh, da steht noch. Panzerjäger. Oh, nee. Oh, nee, ey. Oh, nee. Lila ist am Lurken. Das ist bei den Smileys richtig erkennen. Lock, 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 lock. Vielleicht findest du auch die Smileys einfach nur cool. Das kann ich. Zerstört. Das sind die von Schaufi. Das sind Schaufi seine, ja. Schaufi hat eigene. Ich habe keine. Ach du Scheiße. Das kann man noch machen, oder? Ja, das muss. Entweder muss ich die kaufen oder mit Snapshot arbeiten. Oh nee, mit dem lege ich mich nicht an. Mit dem da unten kann ich mich nicht anlegen, weil das ist ein Heavy. Schaufi noch online? Schaufi, der ist ja nach mir noch online gegangen. Der ist nicht aufgegangen. Der ist nicht und aufgegangen. Die Stitches so süß. Die Stitches. Mit Snapchat? Nee, nee. Snapshot heißt das, glaube ich. Mit Snapshot. Da kommt ein Panzerjäger den Berg hoch. Aber nee, mit dem Heavy will ich mich nicht anlegen. Das ist schief. Vergiss es. Vergiss es, Gandalf. Weißt du, was du auch mal wieder spielen könntest? Na bitte. Need for Speed. Need for Speed? Ja. Könnte ich. Da steht da. Bam, habe ich ihn noch einen mitgegeben und er weiß nicht, wo es herkam. Da ist er. Bam. Muss ich gar nicht verstecken, ich sehe dich sowieso. Scheiße, ungeschickt. Wenn du was mit Tieren möchtest, kann ich dir eine sehr begabte Künstlerin empfehlen, die hat meine erstellt. Wer hat das geschrieben? Fox. Fox. Ja, mal ein guter Plan mit dem Game. Ja, hatte ich eine ganze Zeit lang. Hat mir aber irgendwann überhaupt nicht mehr gebockt. Aber jetzt hattest du eine lange Pause. Ich hatte eine sehr lange Pause, ja. Aber ich wurde zum Beispiel auch von den Kollegen angesprochen, ob ich nicht mal wieder Forza spielen könnte. Forza Horizon. Ja, Forza. Ich krieg hier gerade tierisch auf dem Löffel. Ja. Schaufi und Jesse sind online. Schaufi und Jesse. Yassi, meinst du? Yassi, ja. Yassi, ja. Ja, gut, der gegen den Panzerjäger ich und ja gegen. Ich wieder für Schaufi. Schaufi? Ja. Können wir auf jeden Fall machen. Tot. Tot. Wollt mal schauen, wie lange Schaufi noch. Das kann ich hier oben machen, ist kein Problem. Sonst einfach mein. Ach, alles gut. Drin. Da oben steht er doch. Rocket League muss mal, sagt Dela. Rocket League, ach ja, so viel. Ich kann immer nur ein Spiel pro Stream spielen, weil alles, ich glaube, alles unter 2 Stunden macht auch wenig Sinn, weil dann hast du dich gerade so in das Game so reingefunden, so wow, und dann so, wechsel. So abrupter Stellung. Du musst tanzen mit der Gänse, bis das Lied zu Ende ist. Also, ihr schaut mal bitte auch beim Berlin Bobby vorbei. Der ist eine Stream, coole Socke. Eine coole Socke. Total tiefenentspannte Stimme. Gut für Kinder. Gut für Kinder. Kinder schlafen dabei eiskalt weg. Ja. Außerdem total, total guter Humor. Ja, ja, spielt öfter War Thunder, Tanks, New World gerade aktuell wieder. New World ist wieder gerade aktuell. Genau. Und Star Citizen. Also, schaut. Schaut auf jeden Fall mal rein, lasst ihm auf jeden Fall ein bisschen Liebe und ein Follow da. Ja. Ja, der braucht das. Ja. Oh, Platz 10. Yay! Du wolltest deswegen Schaufi gucken. Genau, erstmal okay. Hä? Wegen Schaufi wollte ich gucken. Wow! Ja, immer gerne, Bobby, immer gerne. Man hilft sich untereinander, das ist so. So, Schaufi, wo ist er denn? Da ist er, der Schaufi.
der ist gerade mal eine Stunde 36 online, aber... der spielt nur. Ich dachte, der macht wieder mit den Videos. Das finde ich immer voll cool, wenn der das macht. Der hat aber so ein bisschen, was hat er hier? Nichts beluschen. Inside the Backrooms. Also wer möchte, dass der Kackstift nochmal malt, der geht dann beim Schaufi nochmal gucken. Aber da waren wir lange nicht mehr. Der sieht fertig aus, ey. So, also noch eine Runde schaffen wir nicht und ich bin auch ein bisschen fertig für heute. Gehen wir noch. Wir können noch ein bisschen quatschen. Komm, wir gehen noch mal ins Quatschele. Oh yeah. Genau. Mein Abo läuft morgen auch ab, Eda. Oh, weia. Schaut gerne auch mal bei The Assassin's Fox rein. Der streamt übrigens auch. Ich habe den leider aber noch nie live gesehen, glaube ich. Aber ich finde einfach, der ist ein cooler Typ. Der ist voll cool. Der ist sowas von cool, hinter dem schmelzen Eisberge weg. Ja, und nicht wegen der Klimakatastrophe. So. Genau, das können wir jetzt hier mal auch auf... Genau. Foxy, ich habe mich vorhin das bloß nicht getraut. Was hast du dich nicht getraut? Das zu sagen wegen meinem Abo, nicht, dass der Sebo wieder eine... Der Sebo ist ja gar nicht da. Ja, deswegen kann man das ja jetzt sagen. Ja, jetzt kann man das sagen, aber der Sebo wird sich ja das VOD angucken. Nee. Und der Sebo wird auch seinen Rang da oben nicht gefährden. Nee, den nimmt ihn da auch keiner weg. Jetzt werde ich auch nicht rot werden. Wo sieht man das, Ela? Ich glaube nur im großen Rechner. Nein, siehst du auch am Telefon. Siehst du auch am Telefon? Ja. Ich habe mein Telefon nicht hier. Ich habe keine Abos. Ach genau, unter Abonnements. Und da hast du Geschenkabos, deine Abos, Abos, die du mobil abgeschlossen hast und abgelaufene Abos. Ich streame so alle Schaltjahre. Wenn die Gestirne am Himmel in der richtigen Konstellation stehen und man die erste Jungfrau des Monats geopfert hat, die im Übrigen... Richtig. Genau. Die im Übrigen männlich ist. Ich habe einen Laptop und Telefon. Ja, genau. Also am Laptop gehst du auf dein Kanalzeichen und da steht dann schon Abonnements. Also auf dein Bild. Genau, also auf dein Bild oben rechts. Und dann da gehst du auf Abonnent. Abonnements. Sag mal Abonnements. Nein. Nein. Nee, nicht neunmal. Einmal reicht mir. Abo de was? Mit dem Hage. Hage? Hagebauch. Markt. Das heißt Hagebaumarkt. Gebaumarkt? Hagebaumarkt. Okay, ich guck nachher mal. Ja, kein Problem. So, wie sieht's denn aus? Ich will mal kurz bei ihr noch reingucken. Aber die hatte letztes Mal schon gekriegt, ne? Ja. Ja, außerdem ist die schon 3 Stunden online. Dann würde ich sagen, schicken wir euch zum Shelby. Ja, ja. Kannst du auch auf den aktuellen Stream tippen bei Phil und dann öffnet sich das auch. Perfekt. Was würden wir ohne euch nur machen? Auf abonniert. Meins bleibt auch aus. Danke für den Hinweis. Ja. Ja, es laufen alle aus, die Sebe gegiftet hat. Ja. Noch selber wieder neu machen. Ja, so ihr Lieben, es ist jetzt 21.57 Uhr. Nö, wir schwatzen noch ein bisschen. Ja, wir schwatzen noch. Wir schwätzen noch ein bisschen. Hä? Hildegard muss ich noch verabschieden. Hildegard muss ich noch verabschieden? Ja. So, ich sag dann schon mal gute Nacht und schönen Abend noch bis Samstag. Jetzt will Hildegard auch noch Tschüss sagen und du gehst schon. Der geht schon. Der, die das geht schon. So. Sag tschüss. Tschüss. Tschö, Puppe. Hildegard, du hast Fusseln auf der Zunge. Mach mal weg, bitte. Aber nicht beißen. Ja, nicht dran ziehen. Gib Küsschen. Nee. Gib Küsschen. Das wird feuchte Küsschen. Pfiffi. Pfiffi. Muss festhalten, muss sagen. Pfiffi. Da haben sie wieder Clips erstellt. Ja, an alle, die es noch nicht gesehen haben, das ist unser neues Maskottchen. Hier, lang, 1,70 Meter Schwanz. Da können sich einige was von abschneiden. Mustache. Ja.
Muss ich mal gucken, dass das nicht so. Das war eine schöne Dick. Yeah! Ja? Und unsere Hildegard ist ziemlich lang. Warte, schmeckt fusselig? Oder schmeckt ein bisschen nach Pelz? Fusselig. Dicker, du musst dich mal rasieren. So, ihr Lieben. Wir packen die Hildegard jetzt aber weg. Gute Nacht, Hildegard. Hamm. So, ich wünsche euch auch allen schon mal eine gute Nacht. Für eure Punkte, für eure Kanalpunkte, nicht vergessen, immer den Raid mitnehmen. Ich schicke euch jetzt zum lieben Schaufi. Ich danke euch für eure neuen Follows und wir sehen uns dann am... Der Kanal bietet nur... Ja, ja, ich bin aber Abonnent. Ach so. Ne? Und wir sehen uns Samstag. Mach mal tschüss. Tschüss, meine Lieben. Tschüss. Was wie Stopp? Hä? Was wie Stopp? Halt. Halt, Stopp. Ich mach's nicht. Was denn du? Was denn du? Was hat denn die Ela? Oder Erna, wenn sie... Ah, ja, könnt ihr das bitte im WhatsApp schreiben? Also ihr nur wirklich. Wenn es ihr gut geht, würde ich Freitag den Phil abholen. Ja, gucken wir mal, ja? So, alles klar. Bye, bye. Danke euch auf jeden Fall. Ich schicke euch zum Schaufi. Tschüss. Ach so, jetzt reden. Goodbye. Warum ich da Füße und Co. hinlegen soll in die Schalen.